Die Hand von John Henry Mackay. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wer ist nicht schon einmal in einem kleinen Badeort gewesen, um die Zeit, wenn die Saison vorüber und derselbe auch von den ausdauerndsten und standhaftesten seiner Gäste verlassen wurde? Der Oktober ist diese Zeit. In diesem Monat befand ich mich, genau 5 Jahre später, in einem kleinen Badeorte Thüringens. Ich hatte ursprünglich die Absicht, mich dort anzusiedeln und mir schon meine sämtlichen Sachen hinkommen lassen. Inzwischen war ich wieder schwankend geworden und wohnte einstweilen noch immer in dem von Kurgästen am meisten frequentierten Gasthofe der Stadt. Unsere Mittagstafel wurde immer kleiner. Kein Tag verging, an dem nicht mehrere der Badegäste abreisten. Die Zurückbleibenden rückten näher zusammen. Sicherlich gab es am ganzen Tisch keine unzugänglichere und unliebenswürdigere Person als mich. Statt an dem gemeinschaftlichen Gespräch teilzunehmen, las ich meistens meine Zeitung, die ich nur fortlegte, wenn ich mit Essen beschäftigt war. Eines Tages waren wir nur 3 Personen. Eine Dame, welche sich ebenfalls sehr schweigsam verhielt, ein alter, pensionierter Oberförster, der sich die größte Mühe gab, seine beiden stillen Tischgenossen zu unterhalten, und ich. Und am folgenden Tag war auch der, wahrscheinlich aus Ärger darüber, dass seine freundlichen Bemühungen auf so zähen Widerstand stießen, abgereist, und ich sah mich bei Tisch allein jener Dame gegenüber. Nun ging es nicht mehr an, fortwährend die Zeitung vor die Nase zu halten, und ich entschloss mich, unmutigen Herzens, eines jener Gespräche zu beginnen, welche dazu dienen sollen, das Mahl zu würzen. Die Dame, welche mir gegenüber saß, war vielleicht 30 Jahre alt. Sie war einfach, fast nachlässig gekleidet. Man konnte sich keine unauffälligere Erscheinung denken. Sie war eine jener Frauen, die selbst niemals gesehen werden und darum selbst sehr vieles sehen. In ihrem gleichgültigen, sogar müden Blick fing sich ein Teil des Lebens, welches sie umgab. Das alles sagte ich mir, als ich meine Zeitung fortgelegt hatte und sie, eigentlich zum ersten Mal, betrachtete. Der Kellner servierte eben den ersten Gang. »Unser Tisch ist schnell zusammengeschmolzen«, sagte ich. »Werden Sie G. bald verlassen, mein Fräulein?« »Nein«, sagte sie mit völlig ruhiger Stimme, »ich gedenke, noch einige Wochen zu bleiben.« Sie sprach ein Deutsch, welches trotz seiner Fehlerlosigkeit nicht ganz frei war von einem ausländischen Akzent, wie ich ihn oft in der Aussprache von Russen vernommen habe. »Es wird sehr einsam hier werden.« »Ja«, sagte sie und aß gleichgültig weiter. Der Rest unserer Mahlzeit wurde wieder schweigend eingenommen. Ich war abgeschreckt durch ihre Kälte und hatte meiner Pflicht völlig genügt. Nichts ist mir unangenehmer, als wenn mir irgendjemand während des Essens auf die Hände sieht. Ich vermeide es darum auch meinerseits, andere auf gleiche Weise zu belästigen. Aber als ich mich eben erheben wollte, um fortzugehen, und überlegte, ob ich das mit einer schweigenden Verbeugung oder mit einigen höflichen Worten tun sollte, sah ich plötzlich über den Tisch herüber eine Hand nach der Wasserflasche, die zwischen uns stand, langen. Und während ich dieser Hand behilflich sein will, sehe ich plötzlich, dass an ihr, die den Hals der Flasche umspannt, der kleine Finger, es war die rechte Hand, fehlt. Der Ausdruck meines Gesichtes musste ein befremdeter gewesen sein, denn plötzlich lässt die Hand die Flasche los, und ich sehe undeutlich, wie sich mir gegenüber eine Gestalt erhebt. Das leise Rauschen ihres Kleides tönt durch den stillen großen Saal. Wenigstens 5 Minuten saß ich bewegungslos. Es waren in der Tat
sehr seltsame Gedanken, die mich beschäftigten. Am Nachmittag ging ich nach dem Güterbahnhof des Städtchens, wo die Kisten standen, die alles, was ich besaß, enthielten. In einer von ihnen musste das sein, was ich brauchte, aber in welcher? Erst nachdem ich zwei der Kisten mit Hilfe von reichlich Trinkgeldern vergeblich geöffnet und durchwühlt hatte, fand ich endlich in der Mitte der dritten, unter einem Wall von Büchern, eine kleine Schachtel. Ich nahm sie zu mir und ließ alles wieder verschließen. Am Abend dieses Tages sah ich die Fremde nicht mehr, auch am nächsten Morgen nicht. Mit heimlicherer und zugleich erwartungsvollerer Angst habe ich nie die Mittagsstunde erwartet als an diesem Tage. Es wurde mir sehr schwer, mich zu dem zu entschließen, was ich tun wollte und tat. Ich war lange vor der Essenszeit im Speisesaal und saß wohl eine halbe Stunde, bevor sie kam, auf meinem Platz. Ich hatte Zeit, meine Arrangements zu treffen. Endlich kam sie. Sie grüßte in ihrer gewöhnlichen, kalten und unbefangenen Weise. Der Kellner brachte uns die Suppe. Vor meinem Besteck lag die Zeitung, die ich täglich zu lesen pflegte. Wenn ich mein Leben damit hätte erkaufen können, es wäre mir nicht möglich gewesen, in diesen Minuten ein Wort hervorzubringen. Sie musste meine innere Aufregung merken, denn ich fühlte instinktiv, wie ihr forschender, scharfer Blick auf meinem Gesicht ruhte. Ich glaube, sie ahnte, dass ich etwas gegen sie im Sinne hatte und begann, sich davor zu fürchten. Aber das glaube ich vielleicht nur. Gewiss täuschte ich mich damals, wie ich mich heute noch darin täusche. So saßen wir uns gegenüber. Noch hatte ich keinen Blick auf ihr Gesicht geworfen. Aber fast unablässig verfolgte ich die Bewegungen ihrer rechten Hand. Die Gewohnheit hatte sie gelehrt, diese so zu halten, dass es fast unmöglich war, den kleinen Finger zu sehen. Ich glaube, wir beide wurden von Minute zu Minute unruhiger. Und dann kam plötzlich, wie in jener Nacht, an die ich seit gestern unablässig dachte, wieder die Ruhe des Entschlusses über mich. Der Kellner hatte den Saal verlassen. Wir waren völlig allein. Langsam streckte sich meine Hand über meinen Teller fort und hob die vor ihm liegende Zeitung behutsam auf. Ich rollte sie fester um den Halter zusammen und legte sie auf meine Knie. Sie aß weiter. Noch sah sie nichts. Aber dann. Die Wirkung war so entsetzlich, dass ich aufstand. Zuerst wurde sie leichenblass, dann überlief ein Zittern ihren Körper und dann lehnte sie sich in den Stuhl zurück und schloss die Augen. Vor uns, zwischen uns, auf dem weißen Tischtuch, lag sorgfältig ausgebreitet ein langer, brauner Frauenhandschuh. Der kleine Finger fehlte, und an seiner Stelle lag der gelbliche, vertrocknete kleine Finger einer rechten menschlichen Hand auf dem weißen Untergrund. Da, wo er in den Handschuh hineingeschoben war, umschloss ein goldener Ring Handschuhleder und Finger. Erst als ich sie so dalehnen sah, totenblass und mit geschlossenen Augen, kam ich zur vollen Besinnung dessen, was ich getan hatte. Ich stand da wie ein Verbrecher. Als ich eben nach Hilfe eilen wollte, sah ich, wie sie sich erhob. Mit einem wilden, verzweifelten Ausdruck blickte sie um sich, wie ein Tier, welches verfolgt wird, nicht mehr ein- und aus kann und zu allem entschlossen ist. Sie sah mich unablässig an. Dann wies sie mit einer heftigen Handbewegung nach dem Garten. Sie schritt voran. Unwillkürlich griff ich, bevor ich ihr nachging, nach dem Handschuh. Unter den hohen herbstlichen Bäumen des weiten, menschenleeren Parkes blieb sie stehen. Ich sah, dass sie in furchtbarer Erregung war. Und zugleich sah ich, dass sie schön war,
noch schön war. Ihre Augen sprühten, als sie mich ansah. Es lag in ihnen Drohung und Befehl zugleich. »Ich will alles wissen. Rede«, lautete dieser Befehl. »Wage es nicht, mich zu belügen oder mir etwas zu verheimlichen«, hieß diese Drohung. Und dort, in dem weiten, ernsten Garten, in welchem kein anderer Ton als der meiner Stimme und das Rascheln des Laubes die Stille unterbrach, erzählte ich ihr hastig und so eindringlich wie möglich die Geschichte jener Nacht. Ich verschwieg ihr nichts und sprach wohl eine Viertelstunde. Sie stand, ohne sich vom Fleck zu rühren, vor mir, in heftiger Aufregung. Nur einmal, als sie aus meinen Worten entnommen hatte, dass jener Mann tot war, sagte sie »Ah« und atmete, wie von einer großen Last befreit, auf. Von da an wurde sie ruhiger, während meine Erregung noch wuchs. Ich hatte geendet. Da streckte sie ihre Hand aus, es war die linke, und sagte mit befehlender Härte und unweigerlicher Bestimmtheit, »Mein Eigentum.« »Ihr Eigentum«, antwortete ich leise und tonlos und legte Handschuh, Ring und Finger in die ausgestreckte Hand, die das Gereichte krampfhaft umspann. Schon hatte sie sich dann zum Gehen gewendet, als sie in meinen Augen den heißen Wunsch gelesen haben musste. Denn noch einmal wandte sie sich zu mir. Ich wollte frei von ihm sein, um jeden Preis. Der Ring war die Kette. Ich wusste, er war angewachsen, wie angeschmiedet. Und sie stockte. »Und Sie gaben ihm«, fragte ich mit atemloser Spannung, »den Finger und war frei«, sagte sie mit einem unbeschreiblichen Lächeln, welches ich so noch nie auf einem Menschenantlitz gesehen hatte. »Und er war Mediziner«, stieß ich mit der brennenden Begierde hervor, noch eines zu wissen. »Und er trennte den Finger, als der Handschuh noch an der Hand saß?« Sie neigte schweigend die Stirn zur Bejahung. »Oberhalb des Ringes.« Wieder das Neigen. »Und dann erst rissen sie den Handschuh ab.« »Und der Ring löste sich.« Wieder bejahte ein schweigendes Neigen meine Frage. »Und?« fragte ich gierig und atemlos. »Und?« Sie richtete sich in die Höhe und schrie mehr, als sie sagte, während ihre Augen nur noch Verachtung sprühten, »und warf ihm mit dieser Hand diesen Handschuh so ins Gesicht.« Sie hatte in maßloser Wut ihre Hand erhoben und, noch eine Sekunde, und auch ich. Aber der Schlag fiel nicht. »Nein«, rief ich. »Nein«, sagte auch sie und ließ ihre Hand sinken. Böse und gegenseitig erbittert sahen wir uns an. Wir standen so nahe aneinander, dass wir uns fast berührten. Wohl eine Minute lang. Wir hassten uns in dieser Minute. Das Weib, den Mann und der Mann, das Weib. Ich sah sie an, fest und durchdringend. Doch sie sah nieder. »Aber«, rief sie noch einmal mit einer vor Aufregung gellenden, überlauten Stimme, indem ihre Augen am Boden herumsuchten, und es war, als ob sie etwas Unausgesprochenes ergänzte, »aber ich verachte euch alle, denn ihr seid alle brutal.« Und ohne Abschiedswort, ohne Gruß, ohne mich nur auch mit einem Blicke noch zu streifen, ging sie, fast wieder so ruhig und sicher wie vorher, langsam und hoch aufgerichtet den Pfad hinauf, dem Hause zu. In ihrer Hand hielt sie, was ihr gehörte. Und während ich, wie im Erwachen aus einem langen Traum, ihr nachsah, wusste ich, dass ich sie nie mehr wiedersehen würde. Ende von Die Hand, gelesen von Hokus Pokus. Ist das auch Instinkt? Von Dr. H., gelesen
für LibriVox.org. Ist das auch Instinkt? Bekanntlich sind die Bienenzellen sechsseitige Prismen. Das hat nichts Auffälliges, denn nur so ließen sich die Zellen unmittelbar ohne Zwischenraum aneinander anfügen. Merkwürdig ist aber der Verschluss derselben auf der einen Seite. Dieser Verschluss geschieht nicht, wie man es für das Einfachste halten könnte, durch eine Ebene, sondern durch drei gegeneinander geneigte Ebenen nach Art eines Daches. Man darf wohl fragen, hat dies einen besonderen Grund? Legt man sich die rein mathematische Frage vor, auf welche Weise sind solche sechsseitige Prismen zu verschließen, damit der Verschluss möglichst wenig Material erfordert, so zeigt die leicht ausführbare Rechnung, dass dies geschieht, wenn der Verschluss genau so erfolgt, wie er bei den Bienenzellen stattfindet, nämlich durch drei Ebenen, welche genau die Neigung gegeneinander haben müssen, wie bei den Bienenzellen. Das ist doch eine überaus merkwürdige Erscheinung. Haben die Bienen durch allmähliche Versuche gelernt, wie sie verschließen müssen, um so wenig Wachs wie möglich dabei zu verwenden, oder ist das von Anfang an geschehen durch einen ihnen unbewussten Trieb? Man möchte wohl das Letztere glauben, denn Beispiele dieser Art kommen auch in der leblosen Natur vor. Es mögen hier nur zwei angeführt werden, die allen Physikern bekannt genug sind. Die Bewegungen in unserem Planetensystem geschehen durch eine anziehende Kraft, welche umgekehrt dem Quadrate der Entfernung proportional ist. Ist hier das Quadrat ein bloßes Spiel des Zufalls oder hat es einen gewissen Grund? In der Tat hat es einen Grund, denn nur wenn die anziehende Kraft umgekehrt dem Quadrate der Entfernung proportional ist, hat das System die längste Dauer. Jedes andere Gesetz der Kraft würde eine schnelle Zerstörung des ganzen Systems zur Folge haben. Wenn ein Lichtstrahl aus einem Körper in einen anderen von größerer oder geringerer Dichtigkeit übergeht, so wird er dabei von seinem Wege abgelenkt. Diese Ablenkung ist eine notwendige Folge der verschiedenen Geschwindigkeiten des Lichts in den Körpern von verschiedener Dichtigkeit und befolgt ein Gesetz, welches sich nur unter Zuziehung mathematischer Ausdrücke aussprechen lässt und womit wir daher unsere Leser verschonen wollen. Das Gesetz scheint auf den ersten Blick wieder ein Spiel des Zufalls, allein bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein merkwürdiger Grund dafür. Es ist nämlich eine notwendige Folge der Bedingung, dass der Übergang eines Lichtstrahls von einem gewissen Punkte eines Körpers bis zu einem gewissen Punkte eines anderen Körpers von anderer Dichtigkeit in der möglichst kürzesten Zeit erfolge. Hier haben wir also drei Fälle, in denen das Bestreben der Natur darauf gerichtet ist, etwas mit möglichst wenig Material herzustellen, etwas für die möglichst längste Dauer zu schaffen und etwas in der möglichst kürzesten Zeit auszuführen. Ende von Ist das auch Instinkt? Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Noch einmal das Tierleben an der Eisenbahn. Von Unbekannt. Gelesen für LibriVox.org. Ich fuhr vor einigen Jahren sehr oft von der unserer Stadt naheliegenden Station Bornitz zwischen Riesa und Oschatz nach Leipzig. Wie überall, wo die Bahn nicht vor der Tür, sondern entfernt vorübergeht, war auch ich immer zeitiger als nötig in Bornitz und unterhielt mich bis zur Ankunft des Zuges mit dem freundlichen Bahnwärter Schmidt, der gleichzeitig als Billetteur fungieren muss, weil Bornitz Nebenstation ist. Die Bahn läuft dort eine ziemliche Strecke geradeaus und eines Tages, als ich wieder auf den Zug wartete und aus Langeweile auf einem Schienengleise balancierend hin und her ging, fiel mir in einiger Entfernung vom Bahnwärterhause ein dunkler Punkt in der unmittelbarsten Nähe der Schienen auf. Ich befragte hierüber Schmidt,
der mir denn sagte, dass dies ein Lerchennest sei und dass die Alten eben jetzt Junge hätten. Ich ging sofort hin und fand seine Aussage zu meinem Erstaunen bestätigt. Das Nest war an der Außenseite der Schienen, wohlweislich, weil innen der Räderfalz geht. Ist dies auch bloß Instinkt? Fest an die Schienen angebaut und munter flogen die Alten ab und zu und fütterten. Spaßhaft, aber auch zugleich rührend war es, nach Aussagen Schmidts, wenn ein Zug kam, als die Alte brütete und später, als die Jungen ausgekrochen waren. Die Frau Mama hat sich beim Kommen des Zuges nicht vom Nest gerührt, sich niedergeduckt und erst nach Hinwegrollen des Zuges das Nest verlassen. Später, als die Jungen größer geworden, die Alten mithin dieselben nicht mehr bedecken konnten, die Jungen auch beim Kommen des Zuges unvorsichtig aus dem Neste guckten, hat Schmidt aus Vorsorge, es möchte einem derselben einmal doch das Köpfchen zerfahren werden, das Nest weggenommen und seitwärts an den Bahndamm gesetzt, wo denn auch sämtliche Jungen glücklich ausgeflogen sind. Es ist dies jedenfalls ein neuer Beweis von der Vorliebe, mit welcher viele Tiere sich gerade an den Eisenbahnen heimisch machen. Ein neues Beispiel zu den neulich in ihrem Blatte angeführten. Und es würde mir unglaublich erschienen sein, wenn ich nicht selbst es gesehen hätte. Ende von Noch einmal das Tierleben an der Eisenbahn. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von HW. Die Maulpatrioten von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In den vier roten Jahren ist dieses Land in das tiefste Elend hineingeschlittert und was vor dem Kriege nur wenige wussten, wissen heute viele. Deutschland verdankt seine Unbeliebtheit, die sich bis zum Hass gesteigert hat, den untugenden Spektakeln der Landsleute auf den Thronen und in den Geschäftshäusern, in den Universitäten und im Heer. Sie sind nicht ausgestorben. Sie bilden sich eher im Gegenteil ein, durch schrankenloses Geschrei ein Deutschtum zu retten, das gar nicht tief genug untergehen kann. Nämlich das Schlechte. Heute noch? Heute noch. Zitat: Ich fahre mit meinem Freund aus Riga, einem Schweizer, der sich auf der Durchreise in seine Heimat in Berlin aufhält, in der Stadtbahn zweiter Klasse. Wir unterhalten uns im Russischen. Erstens freue ich mich über jede Gelegenheit, Russisch sprechen zu können, und zweitens ist es mir angenehm, dass uns die Mitfahrenden nicht verstehen. Plötzlich fragt ein neben meinem Freund sitzender Herr: Sprechen Sie Deutsch? Ahnungslos, was diese Frage bezwecken soll, antwortet er ihm: Ja. Dann verlange ich von Ihnen, dass Sie Deutsch sprechen. Lange genug habe ich dieses Gequatsch mit angehört. Sehr richtig, ganz Ihrer Meinung, stimmt ihm ein anderer Herr bei. Die übrigen Mitreisenden verhalten sich passiv. Ich glaube, ich kann mich unterhalten, wie ich will, sagt mein Freund. Nein, das können Sie nicht, brüllt ihm jener zu. Wenn Sie es wagen, sich weiter im Russischen zu unterhalten, können Sie eins in die Fresse kriegen. Schweig, rufe ich meinem Freund auf Russisch zu, denn mir graute davor, dass dieser bornierte Hakenkreuz-Patriot tatsächlich handgreiflich werden könnte. Donnerwetter noch einmal, fing der Kerl wieder an. Das sollte uns passieren. Wir sollten es wagen, im Ausland Deutsch zu sprechen. Zitat Ende. Ganz abgesehen davon, dass es sich hier um eine Baltin deutscher Abstammung handelt, die im Kriege Helferinnendienste bei der kaiserlich-deutschen Armee geleistet hat. Welch ein stumpfsinniger Patriotismus. Das sei Deutschtum? Dieses lächerliche Gebrüll gegen andere Sprachen? Wir sollten es wagen, im Ausland Deutsch zu sprechen. Lieber Herr, in Paris und in Italien wird zurzeit keinem der dort weilenden Deutschen ein Haar gekrümmt. Und wenn von einer innigen Annäherung zwischen Engländern und Deutschen nicht gesprochen werden kann, so ist kein Fall bekannt geworden, in dem der britische Straßenpassant mit dem Hackebeil den Nationalismus gemacht hätte. Das ist Deutschland vorbehalten geblieben. Hoffentlich nicht dem ganzen Deutschland. Und wenn es nur Vertreter jener Skatpatrioten waren, die das ganze Land diskreditieren, wollen wir ihnen nicht den Mund stopfen? Will Deutschland, schreibt die Deutschbaltin, auf diesem Wege Freunde gewinnen und Beziehungen anknüpfen? Mein Freund, der zum ersten Mal in Deutschland ist, nimmt einen sehr ungünstigen Eindruck mit. Sie schaden uns.
Und wenn derselbe Mann, der hier die Klappe nicht genug aufreißen kann, von seinem Chef als Geschäftsreisender nach Spanien geschickt wird, so spricht er dort sicherlich alle Sprachen der Welt. Von Geschäfts wegen. Zwischen Ungezogenheit und würdeloser Kriecherei gibt es einen dritten Weg. Den der Menschlichkeit. Ende von Die Maulpatrioten. Aufgenommen von Welfenelfe. Itzi Pizzi von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Itzi Pizzi. Die letzte Sehenswürdigkeit, die ich auf einer Gesellschaftsreise zu mir nahm, war das Goldene Dachl in Innsbruck gewesen. Seitdem habe ich bei Vishnu geschworen, nichts dergleichen mehr zu besichtigen. Ich gebe lieber ganz offen zu, dass ich ein verkommener Mensch bin, der kein Interesse an den Dingen hat, die die Nation mit Stolz erfüllen, den selbst die erbeutetsten Kanonen langweilen und dessen Herz auch beim Anblick der Spitzenbinden Clotilde der Keuschen nicht höher schlägt. So ein Kerl wie ich weiß nichts Besseres zu tun, als auf einer Reise in den Straßen herumzubummeln, Leute zu betrachten, stundenlang auf dem Tandelmarkt zu stehen oder in Schaufenster zu gucken. So hatte ich es auch wieder einmal den ganzen Tag getrieben, und als der Abend kam, zog ich meinen Kompass aus der Tasche und schlug jene Richtung ein, die am schnellsten und sichersten weg von dem Theater der Stadt führt. Ein zweites Theater gab es bestimmt nicht, das hatte mir ein Polizeimann auf Ehrenwort versichert, und so war ich denn ganz beruhigt. Nicht lange, und ich studierte das auffallende Plakat der Wiener Orpheum-Gesellschaft beim Schein der darüber hängenden roten Laterne. Itzi Pizzi, die reizende jugendliche Chansonette, genannt der Stolz von Hernals, debütiert heute abermals, so las ich, schlug an meine Brust, ob ich meine Brieftasche auch ganz sicher bei mir habe, und betrat mit dem entschlossenen Schritte des Wüstlings das Schwarze Ross. So wurde das Lokal genannt, offenbar nach dem bärtigen Besitzer, der mir eine Glastür wies. Ein langes, schmales Zimmer, gesteckt voll. Ich setzte mich an jenen Tisch, der mit reserviert bezeichnet ist und daher dem Kenner sagt, dass hier nur Wüstlinge sitzen dürfen. Soeben betritt Itzi Pizzi das Podium und singt das herrliche Lied »Ja, mir von Lerchenfeld, mir san husarisch gestellt«. Bei dem Worte Lerchenfeld produzierte sie jedes Mal eine Armbewegung von unnachahmlicher Grazie, tritt mit dem linken Fuß zurück und stellt ihn auf die Spitze. »Die oder keine«, flüstert mein pochendes Herz. Ich rufe dem Zahlkellner, zückte einen Silbergulden und lade die Schöne zum Souper. 11:30 Uhr und die Vorstellung wird gleich zu Ende sein. Etelka Horvat, ein schwarzes Ungarnmädel, schlank wie eine Gerte, stampft noch die Schlusstakte eines wunderschönen x-beinigen Tschardas und heult Äh und Ö dabei. »Die Dame wird sofort erscheinen«, meldet der Kellner. Ich setze den Hut auf, lasse meinen Überzieher im Stich und gehe über den Hof ins Chambre séparé. Es ist bereits gedeckt. Für drei Personen? Aha, der blödsinnige Trick mit der Gardedame. Und dann viererlei Gläser, pfui Teufel, was kann man dagegen tun? Ich versinke in dumpfes Brüten. Ein rettender Gedanke. Sie, Oberkellner, schicken Sie sofort zu Franz Mader, Weinhandlung in der Eisengasse, um eine große Steinflasche Otschischtjena, verstehen Sie? Otschischtjena, Otschischtjena. Ein Geräusch an der Türe. Ein fräfarbener Mantel mit wabernden, blonden Federn und einem blauen Mühlstein tritt ein. Ich mache drei Schritte auf das Phantom zu und verbeuge mich ernst und feierlich. »Itzi Pizzi«, stellt sich der Mantel zuerst vor. »Baron Semper Saltomortale vom Vorgebirge Athos«, erwidere ich ruhig und würdevoll. Zwei blaue, große Augen schauen mich misstrauisch an. Ich reiche der Dame den Arm und führe sie zu Tisch. Was ist denn das? Ein schwarzer Seidenklumpen mit Schmelztropfen sitzt bereits dort? Ich reiße die Augen auf. Teufel! Bin ich verrückt geworden? Oder war die Alte am Ende im Klavier versteckt gewesen?
Ich schiebe der Schönen den Sessel unter. Er ist wirklich ein Ausländer, denkt sie. Meine Erzieherin, stellt sie die Alte vor. Sie gestatten doch. Der Kellner kommt herein. Ich stürze ihm entgegen und stelle ihn noch an der Tür. Sieh, ich zahle weder Schusterrechnungen noch etwaige gestrige Zechen. Und dann die Krachmandeln ohne Schale, verstanden? Dass mir keine Viehliebchen drunter sind, überhaupt. Der Kellner zwinkert verständnisvoll mit dem rechten Auge. Ich drücke ihm ein Trinkgeld in die Hand, wie es sonst nur regierende Herzöge bekommen. »Und den Stock hängst mir auch her«, setze ich laut hinzu, damit die Damen keinen Verdacht schöpfen. Itzipitzi bestellt selbst. »Zuerst bringen's Kaviar, bringen's gleich die ganze Blechbüchsen, damit man nicht immer klingeln muss. Kaviar ist sehr gesund«, wendete sie sich zu mir und wirft mir einen Glutblick zu. »In meiner Heimat trägt sogar jeder Gentleman eine Zitrone bei sich«, fügte ich verständnisinnig hinzu. »Der Kaviar ist leider ausgegangen. Vielleicht Ölsardinen gefällig?« sagt der Kellner. Itzipitzi fährt auf. »Aber draußen steht da noch eine ganze Büchse voll.« »Da ist Schrott drin, Fräulein«, erwidert der Wackere, eingedenk meines erhaltenen Trinkgeldes. »Also Krebse, 12 Stück.« »Itzi ist ein seltener Vorname«, sage ich zu ihr, als sie mit dem Bestellen endlich fertig ist. »Itzi ist nur mein Bühnenname. Eigentlich heiße ich Ida. So eine wie die Ida war noch nie da.« »Geistreich, wie alle Wienerinnen, mein Fräulein.« »Das sagt der Graf auch immer, nicht wahr, Itzi?« wirft die Alte mit süßlicher Miene dazwischen. »Der Graf, der immer so eifersüchtig ist?« frage ich. »Sie wissen.« »Grafen sind immer eifersüchtig«, ist meine Antwort. Ich behandle die Chansonette wie eine Grande Dame und lege noch nie gesehene exotische Manieren an den Tag. Der Alten tritt bereits der Schweiß auf die Stirn von dem ewigen, verbindlichen Lächeln. Itzi heuchelt verhaltene Glut und hängt rachsüchtig im Geist an die Zahl, die sie in Verbindung mit meinem Portemonnaie im Gedanken trägt, eine Null an. »Multiplizieren Sie mit 5«, fahre ich unvermittelt heraus. Entsetzt zuckt die Kleine zusammen. »Wie kommen Sie darauf? Was sagen Sie da?« »Kann er Gedanken lesen?«, denkt sie. Die Gardedame glotzt mich stier an und scheint zu glauben, ich sei verrückt geworden. Ich sinne nach irgendeiner unklaren Antwort, da bringt der Kellner die Krebse. Die beiden Damen warten verlegen auf mich, was ich wohl Seltsames mit den Krebsen beginnen werde. Ich lasse sie warten und putze sorgsam mein Monokel. Die Alte hüstelt und drückt an ihrem Schmelzkalb. Die Junge nestelt an ihrer Bluse. Endlich erbarme ich mich, blicke schmerzlich auf meine Fingernägel, nehme einen Krebs und wickle ihn in meine Serviette, die ich sodann vor mich auf den Tisch lege. Itzi hat es mir bereits nachgemacht, nur die Alte traut sich noch nicht recht. Dann schlage ich mit der Faust darauf und wickle den zertrümmerten Krebs wieder aus. Die Alte ist starr vor Staunen. »Krebslecken gehen nicht aus der Wäsche«, fährt es ihr heraus. »Kusch«, murmelt halblaut die Junge und gibt ihr einen Fußtritt unter dem Tisch. In meinem Herzen jubelt die Hölle. »Der Deinwein war sauer und der Burgunder hat einen Stich gehabt«, hat die kleine Ida gesagt, ganz glücklich, dass das dumme Essen vorbei und mit ihm die Gelegenheit, sich arg zu blamieren. Die Alte hat nur geknabbert. »Siehst du, alte Bestie«, denke ich mir, »hättest du Mythologie studiert, so wüsstest du jetzt, was der gottselige Tantalus damals gelitten hat. Aber jetzt kommt der Sekt, du dummer Fex, und trinken kann jeder, wie er will. Da gibt's keine Arabesken«, denkt sich die Alte und wirft mir einen grünen Blick zu. »Kühlen Sie vorläufig nur eine Flasche Pommery, gut Amerikain, Kellner. Wir werden dann zu einer anderen Marke schreiten, und jetzt entkorken Sie mal den Steinkrug da und bringen Sie 2 mittelgroße Wassergläser dazu. Eines für die gnädige Frau. Ihnen, mein Fräulein, wage ich nicht anzubieten«, wendete ich mich zu Itzi. »Es erhitzt das Blut ein wenig.« »Was ist denn da drin?« fragt die Kleine neugierig. »Otschischtschiena«, Tischwein auf Deutsch, ein russischer Labetrunk, den wir immer vor dem Champagner nehmen, Damen und Herren. Sieht genau aus wie gewöhnliches Wasser. »Sie sehen«, sagte ich und schenke das Glas der Alten voll. Das meinige fülle ich unbemerkt mit wirklichem Trinkwasser.
Man muss das Ganze auf einen Ruck hinunterstürzen, sonst leidet der Geschmack darunter. Ich werde mir erlauben, es Ihnen vorzumachen, gnädige Frau. Sehen Sie, so. Ich weiß nicht, woraus Ochischtschena gemacht wird. Ich weiß auch nicht, ob der Erfinder dieses Getränkes überhaupt ein lebender Mensch war. Ich weiß nur eines. Rauchende Salpetersäure ist lauwarmes Weihwasser dagegen. Ein Gefühl des Mitleides beschlich mich, wie ich sah, dass die alte Frau das volle Glas wirklich so hinunterstürzte. Selbst Chingachgook, der große Häuptling der Mohikaner, wäre tot zusammengebrochen. Die Gardedame aber verzog keine Miene. Sie hatte die Augen niedergeschlagen und griff nach ihrer Frisur. Sie wird jetzt eine lange Hutnadel hervorziehen und sie mir ins Herz bohren, denke ich mir. Doch nichts Ähnliches geschieht. Die Alte schaut mir voll ins Gesicht mit dankbarem Blick. »Wirklich ausgezeichnet, Herr Baron!« »Ich möchte auch einmal kosten«, lispelt Itzi und macht einen kleinen Schluck. Dann fischt sie ein hineingefallenes Insekt aus dem Glas und trällert so gewiß: »Die Fliegen kommt mir spanisch vor, spanisch vor, spanisch vor!« Ich lasse mich aber nicht aus der Rolle bringen und bleibe so konventionell wie zuvor. Als Itzis Knie das meine drückt, sage ich »Pardon« und werfe einen scheuen Blick auf die Erzieherin. Das wird der Kleinen zu dumm, und sie schickt die Alte endlich ärgerlich schlafen. Ich lege der Gnädigen den Steinkrug an die Brust und wünsche ihr eine recht geruhsame Nacht. Also jetzt werden sie der Reihe nach kommen, die alten, bekannten Geschichten. Dass es Ida auch nicht in die Wiege gesungen worden war und so, dass sie sich einem Kavalier hingab, nur um ihres Bruders Spielschulden zu decken. Die Alte, die eben ging, stammte noch aus der Zeit, als sie selbst noch ein Wildfang sich auf den herrschaftlichen Gütern ihres Vaters herumgetummelt, eine alte, treue Dienerin, und wie sie den Grafen hasse, der sie so eifersüchtig bewacht, nur ein paar Gulden in der Hand, um einige kleine Schulden, Schusterrechnung und dergleichen zu bezahlen, die sie zu stolz ist, ihm einzugestehen. Und sie würde ihm auf der Stelle den Aufpass geben, und dann die Kolleginnen. Ach Gott, schamlose Dinger, besser gar nicht davon zu reden. Ich sehe Itzi forschend an. Richtig, sie hat ein ernstes Gesicht aufgesetzt und macht bereits Märchenaugen. Etelka Horvat ist heute Abend das letzte Mal aufgetreten, das Publikum hat schon gezischt, beginnt sie. Aha, denke ich mir, Abwechslung macht das Leben schön, sie fängt einmal von hinten an. »Heute schläft sie schon drüben im Hotel Bavaria, die Ungarin. Ich selbst wohne hier im Hause, im Schwarzen Ross, oben im ersten Stock. Von 7 Uhr abends darf ich weder ausgehen noch auch Besucher auf meinem Zimmer empfangen. Der Graf ist ein elender Tyrann«, fährt sie fort. »Und dann ist es obendrein Polizeivorschrift«, werfe ich träumerisch ein. »Auch das«, gibt sie verlegen zu, »aber von 9 Uhr früh an kann man mich besuchen. Bis 12 Uhr liege ich im Bett.« Pause. Mein Fuß streift in ihren. Sie lehnt sich zurück, sieht mich durch halbgeschlossene Lider an, knirscht mit den Zähnen und beginnt hastig zu atmen. Ich reiße sofort den Federnmantel von der Wand und lege ihn um ihre Schultern. »Sie müssen sich schlafen legen, liebes Kind. Sie fiebern ja förmlich.« Wir gehen über den Hof zum Stiegenhaus. Beim Portier bleibt Itzi zum Abschied stehen. »Gehen Sie schon nach Hause oder noch ins Café, Baron?« »Ich muss morgenzeitig aufstehen und gleich um 9 Uhr einen Besuch machen«, antworte ich und schaue ihr tief in die Augen. »Ich habe heute Abend mein Herz verloren, aber werden Sie auch nichts verraten?« Die Kleine schüttelt unsicher den blauen Sammetmühlstein. »Dann will ich es Ihnen anvertrauen. Ich bin ganz weg in die süße Erika, ihre reizende Kollegin.« Itzi fegt die Treppe hinauf, ich aber stehe seelenvergnügt und pfeife mir eins. »Denn die Rose und das Mädchen will betrogen sein.« Ende von Itzi Pizzi. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Maske des Roten Todes.
Lange schon wütete der rote Tod im Lande. Nie war eine Pest verheerender, nie eine Krankheit grässlicher gewesen. Blut war der Anfang, Blut das Ende. Überall das Rot und der Schrecken des Blutes. Mit stechenden Schmerzen und Schwindelanfällen setzte es ein. Dann quoll Blut aus allen Poren, und das war der Beginn der Auflösung. Die scharlachroten Tupfen am ganzen Körper der unglücklichen Opfer, und besonders im Gesicht, waren des roten Todes Bannsiegel, das die Gezeichneten von der Hilfe und der Teilnahme ihrer Mitmenschen ausschloss, und alles vom ersten Anfall bis zum tödlichen Ende war das Werk einer halben Stunde. Prinz Prospero aber war fröhlich und unerschrocken und weise. Als sein Land schon zur Hälfte entvölkert war, erwählte er sich unter den Rittern und Damen des Hofes eine Gesellschaft von 1000 heiteren und leichtlebigen Kameraden und zog sich mit ihnen in die stille Abgeschiedenheit einer befestigten Abtei zurück. Es war dies ein ausgedehnter, prächtiger Bau, eine Schöpfung nach des Prinzen eigenem, exzentrischen, aber vornehmen Geschmack. Das Ganze war von einer hohen, mächtigen Mauer umschlossen, die eiserne Tore hatte. Nachdem die Höflingsschar dort eingezogen war, brachten die Ritter Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schmiedeten die Riegel der Tore fest. Es sollte weder für die draußen wütende Verzweiflung noch für ein etwaiges törichtes Verlangen der Eingeschlossenen eine Türe offen sein. Da die Abtei mit Proviant reichlich versehen war und alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen worden waren, glaubte die Gesellschaft der Pestgefahr Trotz bieten zu können. Die Welt da draußen mochte für sich selbst sorgen. Jedenfalls schien es unsinnig, sich vorläufig bangen Gedanken hinzugeben. Auch hatte der Prinz für allerlei Zerstreuungen Sorge getragen. Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer. Da war Schönheit und Wein. All dies und dazu das Gefühl der Sicherheit war drinnen in der Burg. Draußen war der rote Tod. Im fünften oder sechsten Monat der fröhlichen Zurückgezogenheit versammelte Prinz Prospero, während draußen die Pest noch mit ungebrochener Gewalt raste, seine 1000 Freunde auf einem Maskenball mit unerhörter Pracht. Reichtum und zügellose Lust herrschten auf dem Feste. Doch ich will zunächst die Räumlichkeiten schildern, in denen das Fest abgehalten wurde. Es waren 7 wahrhaft königliche Gemächer. Im Allgemeinen bilden in den Palästen solche Festräume, da die Flügeltüren nach beiden Seiten bis an die Wand zurückgeschoben werden können, eine lange Zimmerflucht, die einen weiten Durchblick gewährt. Dies war hier jedoch nicht der Fall. Des Prinzen Vorliebe für alles Absonderliche hatte die Gemächer vielmehr so zusammengegliedert, dass man von jedem Standort immer nur einen Saal zu überschauen vermochte. Nach Durchquerung jedes Einzelraumes gelangte man an eine Biegung, und jede dieser Wendungen brachte ein neues Bild. In der Mitte jeder Seitenwand befand sich ein hohes, schmales gotisches Fenster, hinter dem eine schmale Galerie den Windungen der Zimmerreihe folgte. Diese Fenster hatten Scheiben aus Glasmosaik, dessen Farbe immer mit dem vorherrschenden Farbenton des betreffenden Raumes übereinstimmte. Das am Ostende gelegene Zimmer zum Beispiel war in Blau gehalten, und so waren auch seine Fenster leuchtend blau. Das folgende Gemach war in Wandbekleidung und Ausstattung purpurn, und auch seine Fenster waren purpurn. Das dritte war ganz in Grün und hatte dementsprechend grüne Fensterscheiben. Das vierte war orangefarben eingerichtet und hatte orangefarbene Beleuchtung. Das fünfte war weiß, das sechste violett. Die Wände des siebenten Zimmers aber waren dicht mit schwarzem Sammet bezogen, der sich auch über die Deckenwölbung spannte und in schweren Falten auf einen Teppich von gleichem Stoffe niederfiel. Und nur in diesem Raume glich die Farbe der Fenster nicht derjenigen der Dekoration.
Hier waren die Scheiben scharlachrot wie Blut. Nun waren sämtliche Gemächer zwar reich an goldenen Ziergegenständen, die an den Wänden entlang standen oder von der Decke herabhingen. Kein einziges aber besaß einen Kandelaber oder Kronleuchter. Es gab weder Lampen noch Kerzenlicht. Stattdessen war draußen auf der an den Zimmern hinlaufenden Galerie vor jedem Fenster ein schwererer Dreifuß aufgestellt, der ein kupfernes Feuerbecken trug, dessen Flamme ihren Schein durch das farbige Fenster hereinwarf und so den Raum schimmernd erhellte. Hierdurch wurden die fantastischsten Wirkungen erzielt. In dem westlichsten oder schwarzen Gemach aber war der Glanz der Flammenglut, der durch die blutig roten Scheiben in die schwarzen Sammetfalten fiel, so gespenstisch und gab den Gesichtern der hier Eintretenden einen derart erschreckendes Aussehen, dass nur wenige aus der Gesellschaft kühn genug waren, den Fuß über die Schwelle zu setzen. In diesem Gemach befand sich an der westlichen Wand auch eine hohe Standuhr in einem riesenhaften Ebenholzkasten. Ihr Pendel schwang mit dumpfem, wuchtigem, eintönigem Schlag hin und her, und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf über das Zifferblatt beendet hatte und die Stunde schlug, so kam aus den ehernen Lungen der Uhr ein voller, tiefer, sonorer Ton, dessen Klang so sonderbar ernst und so feierlich war, dass bei jedem Stundenschlag die Musikanten des Orchesters von einer unerklärlichen Gewalt gezwungen ihr Spiel unterbrachen, um diesem Ton zu lauschen. So musste der Tanz plötzlich aussetzen, und eine kurze Missstimmung befiel die heitere Gesellschaft. Solange die Schläge der Uhr ertönten, sah man selbst die Fröhlichsten erbleichen, und die Älteren und Besonneneren strichen mit der Hand über die Stirn, als wollten sie wirre Traumbilder oder unliebsame Gedanken verscheuchen. Kaum aber war der letzte Nachhall verklungen, so durchlief ein lustiges Lachen die Versammlung. Die Musikanten schämten sich lächelnd ihrer Empfindsamkeit und Torheit, und flüsternd vereinbarten sie, dass der nächste Stundenschlag sie nicht wieder derart aus der Fassung bringen sollte. Allein wenn nach wiederum 60 Minuten, 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit, die Uhr von neuem anschlug, trat dasselbe allgemeine Unbehagen ein, dasselbe Bangen und Sinnen wie vor dem. Doch wenn man hiervon absah, war es eine prächtige Lustbarkeit. Der Prinz hatte einen eigenartigen Geschmack bewiesen. Er hatte ein feines Empfinden für Farbenwirkungen. Alles Herkömmliche und Modische war ihm zuwider. Er hatte seine eigenen kühnen Ideen, und seine Fantasie liebte seltsame, glühende Bilder. Es gab Leute, die ihn für wahnsinnig hielten. Sein Gefolge aber wusste, dass er es nicht war. Denn man musste ihn sehen und kennen, um dessen gewiss zu sein. Die Einrichtung und Ausschmückung der sieben Gemächer war eigens für dieses Fest ganz nach des Prinzen eigenen Angaben gemacht worden. Und sein eigener, merkwürdiger Geschmack hatte auch den Charakter der Maskerade bestimmt. Gewiss, sie war grotesk genug. Doch gab es viel Prunkendes und Glitzerndes, viel Fantastisches und Pikantes. Da gab es Masken mit seltsam verrenkten Gliedmaßen, die Arabesken vorstellen sollten, und andere, die man nur mit den Hirngespinsten eines Wahnsinnigen vergleichen konnte. Es gab viel Schönes und viel Üppiges, viel Übermütiges und viel Groteskes, und auch manch Schauriges. Aber nichts, was irgendwie widerwärtig gewirkt hätte. In der Tat, es schien, als wogten in den sieben Gemächern eine Unzahl von Träumen durcheinander, und diese Träume wanden sich durch die Säle, deren jeder sie mit seinem besonderen Licht umspielte, und die tollen Klänge des Orchesters schienen wie ein Echo ihres Schreitens. Von Zeit zu Zeit aber riefen die Stunden der schwarzen Riesenuhr in dem Sammelsaal, und eine kurze Weile herrschte eisiges Schweigen. Nur die Stimme der Uhr erdröhnte.
die Träume erstarrten. Doch das Geläut verhallte, und ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen folgte seinem Verstummen. Die Musik rauschte wieder, die Träume belebten sich von Neuem und wogen noch fröhlicher hin und her, farbig beglänzt durch das Strahlenlicht der Flammenbecken, das durch die vielen bunten Scheiben strömte. Aber in das Westliche der sieben Gemächer wagte sich jetzt niemand mehr hinein, denn die Nacht war schon weit fortgeschritten, und greller noch floß das Licht durch die blutroten Scheiben und überflammte die Schwärze der düsternen Draperien. Wer den Fuß hier auf den dunklen Teppich setzte, dem dröhnte das dumpfe, schwere Atmen der nahen Riesenuhr warnender, schauerlicher ins Ohr, als allen jenen, die sich in der Fröhlichkeit der anderen Gemächer umhertummelten. Diese anderen Räume waren überfüllt, und in ihnen schlug fieberheiß das Herz des Lebens. Und der Trubel rauschte lärmend weiter, bis endlich die ferne Uhr den Zwölfschlag der Mitternacht erschallen ließ. Und die Musik verstummte, so wie früher. Und der Tanz wurde jäh zerrissen, und wie früher trat ein plötzlicher, unheimlicher Stillstand ein. Jetzt aber mußte der Schlag der Uhr zwölfmal ertönen. Und daher kam es, daß jenen, die in diesem Kreis die Nachdenklichen waren, noch trübere Gedanken kamen, und daß ihre Versonnenheiten noch länger andauerte. Und daher kam es wohl auch, daß, bevor noch der letzte Nachhall des letzten Stundenschlages erstorben war, manch einer Muße genug gefunden hatte, eine Maske zu bemerken, die bisher noch keinem aufgefallen war. Das Gerücht von dieser neuen Erscheinung sprach sich flüsternd herum, und es erhob sich in der ganzen Versammlung ein Summen und Murren des Unwillens und der Entrüstung, das schließlich zu Lauten des Schreckens, des Entsetzens und höchsten Abscheus anwuchs. Man kann sich denken, dass es keine gewöhnliche Erscheinung war, die den Unwillen einer so toleranten Gesellschaft erregen konnte. Man hatte in dieser Nacht der Maskenfreiheit zwar sehr weite Grenzen gezogen, doch die fragliche Gestalt war in der Tat zu weit gegangen, über des Prinzen weitgehende Duldsamkeit hinaus. Auch in den Herzen der Übermütigsten gibt es Saiten, die nicht berührt werden dürfen, und selbst für die Verstocktesten, denen Leben und Tod nur Spiel ist, gibt es Dinge, mit denen sie nicht Scherz treiben lassen. Einmütig schien die Gesellschaft zu empfinden, daß in Tracht und Benehmen der befremdenden Gestalt weder Witz noch Anstand sei. Lang und hager war die Erscheinung, von Kopf zu Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz eines Toten täuschend nachgebildet. Und doch, all dieses hätten die tollen Gäste des tollen Gastgebers noch hingehen lassen. Aber der Verwegene war so weit gegangen, die Gestalt des roten Todes darzustellen. Sein Gewand war mit Blut besudelt, und seine breite Stirn, das ganze Gesicht sogar, war mit dem scharlachroten Todesspiegel gefleckt. Als die Blicke des Prinz Prospero diese Gespenstergestalt entdeckten, die, um ihre Rolle noch wirkungsvoller zu spielen, sich langsam und feierlich durch die Reihen der Tanzenden bewegte, sah man, wie er im ersten Augenblick von einem Schauer des Entsetzens oder des Widerwillens geschüttelt wurde. Im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn in Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge an seiner Seite. »Wer wagt es, uns durch solch gotteslästerlichen Hohn zu empören? Ergreift und demaskiert ihn, damit wir wissen, wer es ist, der bei Sonnenaufgang an den Zinnen des Schlosses aufgeknüpft werden wird.« Es war in dem östlichen, dem blauen Zimmer, in dem Prinz Prospero diese Worte rief. Sie hallten laut und deutlich durch alle sieben Gemächer,
denn der Prinz war ein kräftiger und kühner Mann, und die Musik war durch eine Bewegung seiner Hand zum Schweigen gebracht worden. Das blaue Zimmer war es, in dem der Prinz stand, umgeben von einer Gruppe bleicher Höflinge. Sein Befehl brachte Bewegung in die Höflingsschar, als wolle man den Eindringling angreifen, der gerade jetzt ganz in der Nähe war und mit würdevoll gemessenem Schritt dem Sprecher näher trat. Doch das namenlose Grauen, das die wahnwitzige Vermessenheit des Vermummten allen eingeflößt hatte, war so stark, dass keiner die Hand ausstreckte, um ihn aufzuhalten. Ungehindert kam er bis dicht an den Prinzen heran, und während die zahlreiche Versammlung, zu Tode entsetzt, zur Seite wich und sich in allen Gemächern bis an die Wand zurückdrängte, ging er unangefochten seines Weges mit den nämlichen, feierlichen und gemessenen Schritten wie zu Beginn. Und er schritt von dem blauen Zimmer in das purpurrote, von dem purpurroten in das grüne, von dem grünen in das orangefarbene und aus diesem in das weiße und weiter noch in das violette Zimmer, ehe eine entscheidende Bewegung gemacht wurde, um ihn aufzuhalten. Dann aber war es Prinz Prospero, der rasend vor Zorn und Scham über seine eigene unbegreifliche Feigheit die 6 Zimmer durcheilte. Er allein, denn von den anderen vermochte infolge des tödlichen Schreckens kein einziger ihm zu folgen. Den Dolch in der erhobenen Hand war er in wildem Ungestüm der weiterschreitenden Gestalt bis auf 3 oder 4 Schritte nahe gekommen, als diese, die jetzt das Ende des Sammetgemaches erreicht hatte, sich plötzlich zurückwandte und dem Verfolger gegenüberstand. Man hörte einen durchdringenden Schrei, der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich, und im nächsten Augenblick sank auch Prinz Prospero im Todeskampf zu Boden. Nun stürzten mit dem Mute der Verzweiflung einige der Gäste in das schwarze Gemach und ergriffen den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und regungslos im Schatten der schwarzen Uhr stand. Doch unbeschreiblich war das Grauen, das sie befiel, als sie in den Leichentüchern und hinter der Leichenmaske, die sie mit rauem Griffe packten, nichts Greifbares fanden. Sie war leer. Und nun erkannte man die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht, und einer nach dem anderen sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben, ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten der Fröhlichen, und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung der rote Tod. Ende von Die Maske des roten Todes, aufgenommen von H.W. Das verschwundene Schriftstück von Wilkie Collins. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das verschwundene Schriftstück von Wilkie Collins. Eines Tages sitze ich auf meinem Büro, begann der alte Advokat. Da stürmt dem Schreiber voraus, der ihn anmelden sollte, ein junger Mensch herein. »Kann ich Sie einen Augenblick unter 4 Augen sprechen, Herr Doktor?« beginnt er in der größten Aufregung, ohne zu bemerken, dass mein Schreiber sich schon wieder verzogen hat. »Es ist eine Sache von der größten Wichtigkeit. Es handelt sich um meine ganze Existenz.« »Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn ich Sie unterbreche,« bemerkte ich erstaunt. »Aber es wird sich doch empfehlen, von vorne anzufangen. Darf ich Sie aus diesem Grunde um Ihren werten Namen bitten?« Der junge Mann war in sichtlicher Verlegenheit. Er tat mir leid, aber ich kann nun einmal die Leute nicht so aufgeregt sehen. Ich finde, dass man nichts dabei gewinnt, wenn man sich überhastet und dass der Verstand sich nur in der Ruhe richtig betätigt. Der junge Mann, ein hübscher Kerl mit ehrlichen Augen, entschuldigt sich freimütig und beginnt,
Mein Name ist Frank. Ich bin Unterbeamter im Kriegsministerium. Gestern Abend wurde mir ein Schriftstück zur Anfertigung einer Kopie übergeben. Da ich damit nicht fertig wurde, schloss ich beide in meinem Schranke ein, das Original und die Kopie. Als ich nun heute Morgen die Arbeit vollenden wollte und den Schrank aufschloss, lag die Kopie noch an ihrem Platze, das Schriftstück selbst aber war verschwunden. »Ein wichtiges Dokument?« fragte ich. »Oh nein, es hat keine große Bedeutung, aber die Geschichte ist mir trotzdem außerordentlich unangenehm.« »Natürlich«, nickte ich, »das ist immerhin fatal.« »Meine ganze Karriere«, platzte er wieder in voller Aufregung los, »kann dadurch ruiniert sein.« »Sie haben keine Ahnung, wer das Schriftstück gestohlen hat, denn von selbst wird es wohl nicht durch das Schlüsselloch gekrochen sein. Das ist...« »Heute Morgen nun erhielt ich mit der zweiten Post einen eingeschriebenen Brief, der ins Ministerium selbst adressiert war«, fuhr er wieder ein wenig gefasster fort. Er hatte, während er das sagte, seiner Brieftasche ein Papier entnommen, das er mir übergab. Es lautete: »Sie werden ohne Zweifel bemerken, dass ein Schriftstück Ihren Schrank verlassen hat. Wie es das fertiggebracht hat, wird Sie vielleicht interessieren. Aber da die Art und Weise, wie diese merkwürdige Luftveränderung zustande kam, nicht zur Sache gehört, brauchen wir nicht näher darauf einzugehen. Ich begreife indes, dass Sie eine ausgesprochene Sehnsucht nach dem bewussten Papier empfinden und schätze mich daher glücklich, Ihnen wieder dazu verhelfen zu können. Sie sind ein Mann von vernünftigen Ansichten und stimmen ohne Zweifel mit mir darin überein, dass ein Dienst den anderen wert ist. Ich denke daher nicht unbescheiden zu sein, wenn ich 500 Pfund als Gegendienst in Anschlag bringe. Da mir die Londoner Luft nicht gut bekommt, bin ich im Hotel Brighton in der Vorstadt Lee abgestiegen, wo ich zu sprechen bin. Ihr aufrichtiger Freund Alfred Devager. Nachschrift: Für den Fall, dass Sie nicht geneigt wären, mit mir zu verkehren, würde ich mich genötigt sehen, nächsten Dienstagnachmittag an Ihren Vorgesetzten eine kleine Mitteilung abzusenden. Donnerwetter, sagte ich, der Kerl hat Humor. Nur das unglückliche Gesicht des jungen Mannes hatte mich davon abgehalten, laut aufzulachen. Dann aber fuhr ich fort: Die Sache ist ja riesig einfach. Ich bin im Devager bereits auf der Spur. Der Name ist mir bekannt. Der Mann lebt von Erpressungen. Nur hat man den Gauner nie fassen können. Aber diesmal hat er sich verrechnet. Ich lasse ihn sofort verhaften. Aber Herr Doktor, nur das nicht, um Gottes Willen, ruft Frank entsetzt. Deswegen komme ich gerade zu Ihnen. Ich war natürlich sehr überrascht und bemerkte, das ist doch der einfachste Weg, um wieder in den Besitz des Schriftstücks zu gelangen. Selbst ein Millionär nimmt etwas lieber umsonst als für 500 Pfund. Und dann gehört dieser unverschämte Spitzbube unbedingt ins Loch. Ich will es Ihnen zu erklären versuchen, erwiderte Frank. Wenn mein Vorgesetzter erfährt, dass das Schriftstück verschwunden ist, ist meine Karriere vernichtet. Mein Vorgesetzter ist mir nicht sehr gewogen und er würde glauben, es sei kein Verlass auf mich. Es gibt nämlich nur eine Möglichkeit, wie das Papier verschwinden konnte. Ein Kollege von mir hat denselben Schlüssel an seinem Schranke wie ich. Dieser nun ist mir Spinnefeind und sucht mir zu schaden, wo er nur kann. Er ist der ausgesprochene Liebling unseres gemeinsamen Vorgesetzten, und im Falle einer Untersuchung, die eine Verhaftung des schurkischen Devager veranlassen würde, ließe der Chef nie den Schatten eines Verdachts auf meinen Kollegen fallen. Es hieße einfach, ich habe das Schriftstück nicht ordentlich verwahrt und meine Zukunft wäre dadurch besiegelt. Gerade deshalb kam ich ja zu Ihnen, um, wenn es irgendwie möglich ist, eine Untersuchung zu verhindern. Das heißt also, sage ich, mit anderen Worten, Sie sind bereit, die 500 Pfund zu opfern und den Erpresser laufen zu lassen? Jawohl, das bin ich, falls sich nicht ein anderer Weg bietet. Nur bin ich mir völlig im Unklaren darüber, wie ich das Geld aufbringen soll. Ich selbst bin ohne Mittel. Oh mein Gott, wie soll die Geschichte enden? Brach er wieder in voller Verzweiflung aus und ließ sich erschöpft in einen Stuhl fallen. Ist die Kopie eine sehr eilige Arbeit? Müssen Sie das Schriftstück bald wieder zurückhaben? Einige Tage kann ich sein Verschwinden leicht verheimlichen, das ist nicht so schlimm. Meine heitere Ruhe schien ihn endlich ein wenig angesteckt zu haben. Er rückte schließlich mit der Frage heraus: Halten Sie es für möglich, dass sich ein Weg finden lässt, die unverschämte Summe nicht zu bezahlen? Ich weiß nicht, erwiderte ich. Glauben Sie übrigens, dass Devager sich im Klaren darüber befindet, wie peinlich und wie bedeutungsvoll für Sie der Verlust des Schriftstücks ist? Sicherlich, meinte er bestimmt. Sonst wäre er nicht so unverschämt, er fühlt sich ja völlig sicher. Darin hatte Frank recht. Ich werde sehen, schloss ich, was sich in der Angelegenheit tun lässt, und werde Sie benachrichtigen. Der junge Mann drückte mir warm die Hand und verließ mich ein wenig getröstet. Das allererste für mich war natürlich, mir meinen Gegner anzusehen. Daher schrieb ich Herrn Devager, ich sei beauftragt worden, das kleine Geschäft zwischen ihm und dem anderen, ich führte keinen Namen an, zu beiderseitiger Zufriedenheit in Ordnung zu bringen. Zum Schluss bat ich ihn, sich, sobald es ihm angenehm sei, zu mir bemühen zu wollen. Er antwortete mir, es sei ihm erst zwischen 6 und 7 Uhr abends am folgenden Tage angenehm, sich zu mir zu bemühen. Auf diese Weise zwang er mich, wie Sie sehen, verschiedene wertvolle Stunden zu verlieren
und zwar zu einer Zeit, wo Minuten von der größten Wichtigkeit waren. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu gedulden und inzwischen meinem Bürojungen namens Tom gewisse Winke zu geben. Solch einen pfiffigen Kerl von 14 Jahren wie diesen Tom hat noch niemand gesehen und wird auch niemand mehr sehen, das sage ich Ihnen. Ein Spion zur Beaufsichtigung des Herrn Davidger war selbstredend eine Persönlichkeit von der größten Wichtigkeit in diesem Falle. Tom war der kleinste, flinkste, kaltblütigste, durchtriebenste, schlaueste Spitzbube, der je einem Herrn auf Schritt und Tritt nachgegangen, ohne dass die Augen desselben Herrn auch nur einen Blick auf ihn hätten werfen können. Ich machte also mit dem Burschen aus, dass er sich keinesfalls zeigen dürfe, wenn Herr Davidger läutete. Und wenn Herr Davidger sich empfehle, solle er genau auf mein Glockenzeichen Acht geben. Wenn ich zweimal läute, solle er den Herrn hinausbegleiten. Wenn ich einmal läute, solle er sich nicht sehen lassen, aber ihm dafür folgen, wohin er auch gehen möge, bis er wieder in seinem Hotel gelandet sei. Dies waren die einzigen Vorbereitungen, mit denen ich beginnen konnte, da ich wohl oder übel abwarten musste und meine Verhaltungsmaßregeln erst der Besprechung mit Herrn Davidger entnehmen konnte. Es mochte ein 7:15 sein, da erschien mein sehnlich erwarteter Besuch. In meinem Berufe als Advokat kommt man oft in merkwürdig naher Berührung mit widerwärtigem, gemeinem und ekelhaftem Volk. Aber weitaus der widerwärtigste, gemeinste Schmutzfink, der mir je im Leben vorgekommen ist, war dieser Herr Alfred Davidger. Er hat schmierige weiße Haare, ein verliebtes Gesicht, eine niedere Stirne, einen dicken Bauch, eine heisere Stimme und krumme Beine. Seine Augen waren mit blutigen Äderchen durchsetzt und außerdem schielte er noch. Ein Geruch von Branntwein ging von ihm aus. Im Mund hatte er einen Zahnstocher stecken, den beim Eintritt herauszunehmen er sich nicht herabließ. »Na, wie geht's?« begann er. »Ich komme gerade vom Essen.« Mit diesen Worten brennt er sich eine Zigarre an, setzt sich auf den nächsten Stuhl, schlägt die Beine übereinander und winkt mir mit der Hand zu. Erst dachte ich, ihn durch eine kollegiale, vertrauliche Behandlung überrumpeln zu können. Doch kam ich nicht weit damit. Ich fragte ihn, humoristisch lächelnd, wie zum Teufel er es denn fertiggebracht habe, das Schriftstück an sich zu bringen. Er antwortete mir nur in kaltem Tone, dass er seit seiner Jugend berühmt dafür sei, seine eigenen Interessen auf das Vorteilhafteste im Auge zu haben. Dafür machte ich ihm einige Komplimente, die ihn aber offenbar kalt ließen. Dann versuchte ich, seinen Gleichmut zu erschüttern, aber der Kerl ließ sich nicht aus seiner Ruhe bringen. Und so zwang er mich schließlich zu meinem letzten Hilfsmittel. Ich versuchte es, ihn einzuschüchtern. Bevor wir überhaupt unnütze Worte wegen des Geldes verschwenden, begann ich, will ich Ihnen die Sachlage rasch klar machen, Herr Davidger. Sie besitzen ja allerdings die Möglichkeit, Herrn Franks Karriere zu ruinieren. Aber setzen Sie zum Beispiel den Fall, ich habe in meiner Tasche einen Haftbefehl gegen Sie. Nehmen Sie an, im Nebenzimmer warte ein Beamter, um dem Befehl gemäß zu handeln. Nehmen Sie an, wir verhaften Sie, nehmen Ihnen das Schriftstück ab. Einen Augenblick, wenn ich bitten darf, unterbricht mich Herr Davidger. Nehmen Sie an, ich sei nicht der grünste Junge, der je in seinen Kleidern steckte. Nehmen Sie an, ich sei nicht so blödsinnig, das Schriftstück bei mir herumzutragen. Nehmen Sie an, ich hätte ein gewisses Kuvert einem gewissen Freund an einem gewissen Ort in dieser Stadt übergeben. Nehmen Sie an, dass dieses Kuvert einmal jenes Schriftstück nebst einem Brief an das Kriegsministerium enthalte und dann die Erzählung der ganzen Geschichte, nebst den nötigen Beweisstücken, für den Express, der mit Freuden diese Gelegenheit ergreifen wird, seinen politischen Gegner, Herrn Frank, eins auszuwischen. Nehmen Sie an, mein Freund sei angewiesen, das Kuvert aufzubrechen und die zwei Briefe an das Kriegsministerium bzw. die Redaktion des Express eingeschrieben zu übermitteln, im Falle, dass ich heute Abend nicht erscheine, um sie zurückzufordern. Kurzum, mein verehrter Herr, nehmen Sie an, Sie seien erst gestern geboren und ich sei schon bedeutend älter. Mit diesen Worten winkte mir Herr Davidger wieder gemütlich lächelnd zu. Natürlich war ich nicht im geringsten überrascht von seiner Eröffnung. Es war mir nicht eingefallen anzunehmen, dass er das Schriftstück bei sich herumtrug. Aber ich stellte mich, als fühle ich mich durch seine Schlauheit völlig geschlagen und tat, als unterwerfe ich mich bedingungslos. Und so brachten wir unser Geschäft über die Auslieferung des Papiers und Auszahlung des Geldes ins Reine. Ich wollte jedoch erst noch ein Schriftstück aufsetzen, das er unterzeichnen sollte. Er wusste, dass dieses Schriftstück Schwindel und Unsinn war, ganz genau so, wie ich dies wusste. Daher sagte er mir auch sofort, ich schlage es nur aus dem Grunde vor, meinem Klienten eine möglichst gesalzene Rechnung vorsetzen zu können. So schlau er war, hierin täuschte er sich. Das Schriftstück hatte nicht den Zweck, Herrn Frank Geld abzuschröpfen, sondern ich wollte Zeit gewinnen, und zwar von Herrn Davidger selbst. Auf diese Weise hatte ich eine Entschuldigung, die Aushändigung der 500 Pfund bis Dienstagnachmittag 3 Uhr hinauszuschieben. Den Dienstagmorgen wollte Herr Davidger, wie er sagte, dem Vergnügen widmen. Er fragte mich, ob Lee eine interessante Umgebung besitze
und als ich ihm darüber Auskunft gegeben, warf er seinen Zigarrenstummel in meinen Kamin, gähnte und schob ab. Ich drückte einmal auf die Klingel, wartete, bis ich ihn hatte am Fenster vorübergehen sehen, und sah mich dann nach Tom um. Da stand dieses Juwel eines Jungen auf der anderen Seite der Straße und spielte vergnügt mit seinem Kreisel. Der Wirtschaft bummelte die Straße entlang in der Richtung zum Marktplatz. Und Tom trieb seinen Kreisel langsam auf dem Trottoir die Straße entlang, ebenfalls dem Markte zu. Eine Viertelstunde später kam er zurück und teilte mir seine Beobachtungen in einem hübsch logischen, zusammenhängenden Bericht mit. Der Witcher hatte sich zu einem Wirtshause begeben, das etwas außerhalb des Städtchens lag, an einem Fußweg, der zur Landstraße führte. In einer Laube vor dem Wirtshause saß ein Mann und rauchte. Der fragte nur, »Klappt's?« und übergab der Witcher einen Brief, worauf dieser bemerkte, »Es klappt« und sich wieder auf den Rückweg zum Hotel machte. In der Halle bestellte er heißes Wasser und Rum, Zigarren und Pantoffeln und gab dem Portier den Auftrag, in seinem Zimmer Feuer machen zu lassen. Dann ging er die Treppe hinauf und Tom kam nach Hause zurück. Nunmehr sah ich den Weg deutlich vor mir, den ich einschlagen musste. Nicht sehr weit zwar, aber doch sehr klar. Ich war ziemlich stark überzeugt davon, dass das Schriftstück für diese Nacht wenigstens im Hotel Windsor zu suchen sei. Ich läutete Tom. Als er erschien, gab ich ihm den Auftrag, sich in der Nähe des Hotels herumzutreiben und mit seinem Kreisel zu spielen. Wenn er müde sei, solle er sich bei dem Konditor auf der anderen Seite der Straße mit Süßigkeiten erfrischen, solange er wolle. Unter der Bedingung, dass er die ganze Zeit über hinüberschaue und den Hoteleingang nicht aus den Augen lasse. Sobald der Wirtschaft das Haus verlasse oder sein Freund aus dem Wirtshausgarten ihn besuchen würde, sollte Tom mich benachrichtigen. Auch ließ ich ihn ein kleines Billet der Weißzeugverwalterin im Hotel überbringen, die eine alte Freundin von mir war. Ich bat sie, sich wegen einer geschäftlichen Angelegenheit in mein Büro zu bemühen, sobald ihre Arbeit für heute Abend erledigt sei. Als ich diese Geschichten in Ordnung gebracht hatte, führte ich mir einige Male leibliche Erfrischungen zu Gemüte und setzte mich ein halbes Stündchen vor den Kamin. Ich fühlte mich verhältnismäßig ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Sache. Als die Weißzeugverwalterin erschien, stellte es sich heraus, dass Herr Devitscher ihre Aufmerksamkeit schon ganz besonders auf sich gezogen hatte, indem er ihr als Zeichen seiner besonderen Hochachtung einen Kuss zu geben geruht hatte. Das war entschieden glücklich für den weiteren Verlauf meiner Angelegenheit. Ich ließ sie ruhig ihre Entrüstung über diesen Zwischenfall Ausdruck geben, wodurch sie sich in eine ziemlich starke Erregung hineinarbeitete. Dann ging ich so nebenbei auf meine eigene Sache über und erzählte ihr, dass derselbe Herr Devitscher, der sich eine derartige Unverschämtheit ihr gegenüber gestattet habe, den liebenswürdigsten und hübschesten jungen Mann auf der Welt auf die niederträchtigste und nichtswürdigste Weise betrogen habe. Ich selbst sei mit der Verteidigung der Interessen besagten jungen Mannes beauftragt worden und bitte sie nun um ihre Unterstützung, von der überhaupt alles abhinge. Das Mädchen erklärte sich sofort mit Freuden bereit, für mich alles zu tun, was irgendwie in ihrer Macht stehe und was sich mit ihrer Stellung als Weißzeugverwalterin sowie als in ihrer Ehre gekränkte Jungfrau vereinigen lasse. Kurzum, ich entdeckte, dass der Hausknecht den Auftrag hatte, Herrn Devitscher am nächsten Morgen um 8 Uhr zu wecken und seine Kleider wie üblich zu reinigen. Wenn Devitscher nun seine Taschen zufällig nicht geleert hätte, sollte der Hausknecht die Kleider herunterbringen, wie er sie erhalten, ohne Devitscher darauf aufmerksam zu machen. Falls er sie jedoch geleert hätte, dann müssten wir unsere Untersuchung auf Devitschers Zimmer ausdehnen. Auf jeden Fall konnte ich mich auf das Mädchen und das Mädchen konnte sich wiederum auf jeden Fall auf den Hausknecht verlassen. Ich wartete, bis Tom zurückkehrte. Er sah ziemlich blass und überanstrengt aus, aber seine geistige Verfassung machte mir den Eindruck, als sei sie mehr als auf der Höhe. Sein Bericht war ungewöhnlich kurz, genau und angenehm. Das Hotel sei geschlossen, Herr Devitscher sei in ziemlich betrunkenen Zustande zu Bett gegangen und sein Freund habe sich überhaupt nicht blicken lassen. Ich wies Tom an, unseren Freund den ganzen nächsten Morgen nicht aus den Augen zu lassen und sandte ihn dann in sein Zimmer. Es war augenscheinlich höchste Zeit dazu, aber selbst die besterzogenen Jungen, die in aufgeregter Verfassung zu viele Törtchen gegessen haben, können nichts dafür, wenn sie ihr Magen zu überwältigen droht. Um 6:30 am nächsten Morgen gelangte ich unbemerkt in das Kämmerchen, wo der Hausknecht die Stätte seiner Wirksamkeit aufgeschlagen hatte. Eben brachte er die Kleider und Schuhe herunter, die seiner Bürsten harrten. Ich war zwar kein solcher nahe anzunehmen, der Witcher habe das Schriftstück in der Tasche vergessen, aber ich wollte zunächst sehen, ob ich hier etwas fände. Dann wollte ich wissen, was der Witcher für den Morgen unternehmen wollte. Ich hatte mich nämlich entschlossen, sein Zimmer einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Freilich, wenn das zu nichts führte, war mir der fernere Weg noch nicht klar.
»Nun, ist Herr Devitscher schon wach?« fragte ich den Hausknecht. »Oh, bewahre«, grinste dieser, »er schnarcht wie ein Nilpferd.« »Gut«, nickte ich und machte mich an die Untersuchung der Kleider. Nichts in den Beinkleidern, Westentaschen alle leer. Endlich im Rock verschiedene Gegenstände. Halstuch, Schlüsselbund, Zigarrenetui, Notizbuch. Ich bildete mir natürlich nicht ein, darin das Schriftstück zu finden. Aber immerhin sah ich mir das Taschenbuch näher an. In den zwei Täschchen steckten ein paar Zeitungsausschnitte, eine Rechnung sowie die Abschrift einiger Witze, die nicht den Anschein hatten, in eine Gesellschaft zu passen, die nicht den äußersten Anforderungen in Bezug auf Ungeniertheit entsprach. Im Notizbuch selbst standen einige Adressen, sodann Bemerkungen über Wetten, alles in roter Tinte. Auf einer Seite allein fand ich eine Bleistiftnotiz, die ich nicht verstand. Gerade aus diesem Grunde notierte ich sie mir. Sie lautete 5 lang, 4 quer. Ich wartete noch, bis der Hausknecht, der die Kleider gereinigt hatte und wieder zurückbrachte, herunterkam. »Jetzt ist er aufgewacht«, rief er mir schon an der Tür zu. »Hat er etwas gesagt?« »Er hat gefragt, was es für Wetter sei. Als ich ihm antwortete, es sei schön, bestellte er sein Frühstück auf 9 Uhr und auf 10 Uhr ein Reitpferd, um nach der Grimwiss-Abtei zu reiten. Ich hatte ihm den Abend zuvor davon gesprochen.« »Um 22:30 Uhr komme ich zurück«, sagte ich zu Weißzeugverwalterin, »durch die Hintertür.« »Zu welchem Zweck, meint sie?« »Um dabei zu sein, wenn heute Herrn Davidges Zimmer gemacht wird«, sage ich. »Sonst noch etwas?«, fragt sie. »Jawohl«, sage ich. »Ich möchte für heute Morgen den Sam haben. Schreiben Sie es ins Merkbuch. Man soll ihn um 10 Uhr zu mir bringen. Für den Fall, dass Sie glauben, Sam sei ein Mensch gewesen, so täuschen Sie sich. Ich muss Ihnen nämlich verraten, dass Sam ein Pony war. Ich hatte eingesehen, dass es für Toms Gesundheit, nach all den vielen Törtchen, ratsam sei, wenn er zur völligen Wiederherstellung seines Wohlbefindens einen belebenden kleinen Ritt in der Richtung nach der Grimwiss-Abtei unternähme. »Befehlen Sie noch etwas?«, fragt die Weißzeugverwalterin. »Noch eine kleine Vergünstigung«, sage ich. »Würde Ihnen mein Junge Tom sehr im Weg stehen, wenn er jetzt bis um 10 Uhr käme, Ihnen ein wenig in Ihrer Arbeit zu helfen und sich dabei nahe an das Fenster stellte, das von hier aus auf das Treppenhaus geht?« »Nicht im geringsten«, sagt das Mädchen. »Dankeschön«, sage ich darauf und gehe geradenwegs in mein Büro zurück. Als ich Tom zur Hilfe der Weißzeugverwalterin abkommandiert hatte, überlegte ich mir in aller Ruhe, wie der Fall jetzt stehe. Davidger konnte dreierlei mit dem Schriftstück anfangen. Er konnte es wieder vor 10 Uhr seinem Freunde übergeben, in welchem Fall Tom sicherlich besagten Freund auf der Treppe sehen würde. Er konnte es selbst diesem oder einem anderen Freund nach 10 Uhr überbringen, in welchem Fall ihm Tom auf dem Pony Sam folgen würde. Und schließlich konnte er es irgendwo in seinem Zimmer verstecken. In diesem Falle war ich mit einem Befehl zur Haussuchung aus meiner höchsteigenen Machtvollkommenheit bereit, unter der speziellen Protektion meiner Freundin, der Weißzeugverwalterin. Dass er das Schriftstück nicht bei sich tragen würde, so viel Schlauheit traute ich ihm schon zu. Er wusste ganz genau, dass ich mit Leichtigkeit einige handfeste Kerle finden würde, die ihn auf seinem friedlichen Ritt anhalten und durchsuchen konnten. Das Einzige, was mir fortwährend im Kopf herumging, war die rätselhafte Notiz in seinem Notizbuch. Alle anderen waren mit Tinte eingeschrieben, diese eine auf der letzten Seite mit Bleistift. Aber sie konnte ja alles Mögliche bedeuten, zum Beispiel das Maß zu einem Kleidungsstück. Aber wie konnte das stimmen? 5 lang. Zentimeter? Nein. Meter? Nein. Höchstens, wenn er das Seil bereits um den Leib geschlungen trug, an dem er sicher eines Tages baumeln würde. Also wohl nichts an ihm selbst. Bezog es sich vielleicht auf das Schriftstück oder auf irgendetwas in seinem Zimmer? Ich konnte nicht klug daraus werden. Vielleicht hatte die Notiz gar nichts zu bedeuten, und doch konnte ich sie nicht aus dem Kopf bringen. Es geht uns ja immer so mit Dingen, die wir nicht verstehen. Tom kehrte zurück, strahlend vor Freude über den Ritt, der ihm bevorstand. Der Freund war nicht erschienen. Ich entließ ihn, gehörig instruiert, und hatte selbst mein Vergnügen daran, wie aufrecht er auf dem Pony davon galoppierte. Dann schrieb ich Herrn Frank ein Briefchen, er solle den Mut nicht verlieren, und schließlich schlüpfte ich durch die Hintertür des Hotels einige Minuten vor 22:30 Uhr. Die Weißzeugverwalterin gab mir ein Zeichen, dass der Weg frei sei. Sie hatte dem Zimmermädchen mitgeteilt, sie wolle das Zimmer des Herrn Davidger selbst machen. Ich schlich mich in das Zimmer, ohne dass es jemand außer ihr bemerkte, und schloss sofort die Tür ab. Bis zu einem gewissen Grad war die Sache jetzt einfacher geworden. Davidger hatte offenbar das Schriftstück nicht irgendjemand überbracht, da er, wie ich erfuhr, geradenwegs in der Richtung nach der Abtei weggeritten und Tom nicht zurückgekommen war. Also hatte er entweder den Brief bei sich oder in seinem Zimmer. Ersteres war mir von vornherein sehr unwahrscheinlich. Ich wenigstens hätte es an seiner Stelle niemals getan.
und eine andere Tatsache bestärkte mich in der Annahme, dass er das Schreiben in seinem Zimmer hatte. Sie werden nicht darauf verfallen, da Ihnen diese Tatsache in Verbindung mit meiner Schlussfolgerung vielleicht etwas sonderbar vorkommen wird. Seinen Schrank, seine Kommode, seinen Koffer, alles das hatte er offen stehen gelassen. Da ich aber mit meinem Kunden bekannt war, fiel mir gerade diese Nachlässigkeit auf und kam mir verdächtig vor. Davidger hatte eines der besten Zimmer im Hotel genommen. Parkettboden, ein prächtiger Fußteppich, moderne Tapeten, Kronleuchter und Möbel erster Güte. Erst suchte ich überall auf die übliche Weise, wo irgendetwas hätte versteckt werden können. Ich fand nichts. Dann griff ich zu meinem Meterstab, den ich vorsorglicherweise mitgebracht hatte. War da im Zimmer irgendetwas 5 lang und 4 quer? Was konnte übrigens das quer bedeuten? Er meinte wohl 4 breit. Mit Zentimetern klappte nichts. Mit Dezimetern vielleicht? Ich suchte lange und fand nichts. Mit Metern dasselbe. Also hatte die Notiz keine Bedeutung. Ich steckte den Meterstab wieder ein. Es ist eigentümlich, wie ich mich in die Idee verbohrt hatte, das Schriftstück müsse in dem Zimmer sein. Jedenfalls aus purem Widerspruchsgeist, weil ich nicht das Geringste entdeckte. Und ebenso eigensinnig beharrte die Notiz in meinem Kopf 5 lang, 4 quer. Wo konnte man im Zimmer überhaupt 5 und 4 zählen? Die Tapete war neu, einfarbig, der Teppich geblümt, ein wirres Durcheinander, wo es überhaupt kein Lang und Quer gab. Stühle waren gar nicht so viele im Zimmer. Ich war nahe daran, 5 und 4 an meinen eigenen Rockknöpfen abzuzählen, so schwirrte mir die Notiz im Ohr. Ich begann bereits, sie in einem gewissen Rhythmus fortwährend vor mich hinzumurmeln. Endlich bemerkte ich die Fransen, die das Sofa zierten. Da waren allerdings mehr als 5 der Länge nach, mehr als 4 quer dazu. Der Gauner meinte wohl, im rechten Winkel dazu, angebracht. Ich zog an ihnen, rechnete von allen Ecken beginnend, kratzte mit den Nägeln an dem Möbel, riss beinahe die unglückseligen Fransen aus, es nützte nichts. Keine Spur von dem Schreiben, und die Zeit ging vorwärts. Heiliger Gott, wie die Zeit an jenem Morgen im Zimmer des ehrenwerten Herrn Davidger verfloß. Ich setzte mich aufs Bett, um ein wenig nachzudenken, und starrte auf den Teppich. Das erste in meiner Untersuchung war gewesen, unter dem Teppich nachzusehen, der fast den ganzen Boden bedeckte und nicht einmal befestigt war. An der Tür war der Parkettboden sichtbar. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Im ganzen Zimmer hatte ich gesucht, aber dem Boden hatte ich noch nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. Rasch rollte ich, bei der Tür beginnend, neben der auch das Bett stand, den Teppich auf. Hier konnte ich ja wieder abzählen, bis mir der Kopf schwirrte. Diesmal wollte ich systematischer vorgehen. Links stand also das Bett. Hier konnte er die 5 ersten Holztafeln gar nicht abzählen. Also wandte ich mich auf die rechte Seite, von der Tür aus gesehen. Was bedeutete nun lang, wohl parallel mit der längeren Wand des Zimmers? Die Tür befand sich in der Schmalwand. Ich begann an der Längswand rechts 5 Täfelchen abzuzählen. Was bedeutete nun quer, 4 quer? Die Tafeln gingen unter einem stumpfen Winkel ins Zimmer hinein, immer von der Tür aus betrachtet. Senkrecht zu jedem der langen Holzvierecke stand ein anderes, das wieder der Tür zulief. Darauf senkrecht in der entgegengesetzten Richtung ein weiteres und so fort, so dass von der Wand aus parallel der Schmalwand eine schmale, von den länglichen Holzvierecken zusammengesetzte, zusammenhängende Fläche ins Zimmer lief. Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Parkettboden so genau betrachtet, wie das am Zickzack, kreuz und quer. Halt, rief ich freudig erstaunt aus, als ich an das kreuz und quer laufende Täfelchen dachte. Heurika, ich hab's, daher 4 quer. In der größten Aufregung zählte ich nochmals meine 5 Längstafeln ab. Die 5. traf an ihrem Ende eine 2., diese ebenso eine 3. Da klopfte es an der Tür. Rasch fuhr ich auf und fragte leise durch Schlüsselloch, wer da sei. Es war die Weißzeugverwalterin. »Sind Sie noch nicht fertig?« flüsterte sie. »Nur noch 2 Minuten«, sagte ich. »Lassen Sie ja niemand in die Nähe. Und wenn Davidger selbst kommt, so halten Sie ihn um Gottes Willen auf.« 2, 3, 4, da war die 4. Tafel. Die Parketttäfelchen schlossen nicht ganz dicht aneinander. In fieberhafter Aufregung versuchte ich, die Klinge meines Messers in den Spalt zwischen meiner Tafel und ihren Nachbarinnen hineinzusenken und sie auf diese Weise herauszuheben. Die Klinge ging gut hinein, aber das Täfelchen wankte nicht. Zufällig aber stützte ich mich mit der linken Hand auf das eine Ende der Holztafel. Da schwippte sie samt meinem Taschenmesser heraus und ich erkannte, dass sich darunter ein schmaler Hohlraum befand. Und richtig, da links war der Rand eines Papiers sichtbar. Ich zog vorsichtig daran und hatte das gestohlene Schriftstück in der Hand. Es war das Original selbst, keine Kopie, das sah ich an der Tinte. Das Schreiben war 500 Pfund wert, das war mein erster Gedanke, als ich wie ein Verrückter im Zimmer herumzutanzen begann. Dann musste ich mich einen Augenblick niedersetzen, so stark klopfte mir das Herz. Erschöpft wischte ich mir den Schweiß von der Stirne, dann aber hatte ich meine Ruhe wieder.
Sie denken wohl, ich sei jetzt wie ein Narr hinausgestürzt, ohne daran zu denken, das leicht bewegliche Holztäfelchen wieder an seine Stelle einzusetzen und den Teppich darüber zu ziehen. Da kennen Sie mich schlecht. Ich blieb ganz gemütlich in meinem Stuhle sitzen, nachdem ich das kostbare Schriftstück in der Brusttasche versorgt hatte, und überlegte mir in aller Ruhe, wie ich am besten dem Ehrenmann mitteilen könnte, dass trotz seiner überlegenen Verachtung, mit der er den naiven Vorstadtadvokaten behandelte, dieser ihn zum Schlusse doch überlistet hatte. Da kam mir ein ganz niedlicher Gedanke. Ich riss aus meinem Notizbuch ein weißes Blatt, schrieb darauf die Worte »Wechsel auf 500 Pfund«, faltete das Papier hübsch zusammen, steckte es in den Hohlraum, so dass eine Ecke aus diesem herausblickte, fügte die Holztafel wieder ein, zog den Teppich wieder darüber, wie zuvor, schloss die Tür auf, drückte meiner Freundin die Hand und fuhr mit dem nächsten Zug zur Stadt. Der gute Herr Frank war durch die Geschichte ganz abgemagert und heruntergekommen. Er konnte sich beinahe nicht fassen vor Freude, als er das Papier wieder in Händen hatte, und rundete mir meine Rechnung stark nach oben auf. Er sagt mir noch heute: »Bilden Sie sich nur nicht ein, er heiße Frank. Ich bin nicht so dumm, ihn hinterher zu verraten, nachdem ich ihn...« Nun, er sagt mir noch heute, dass er mir allein seine Karriere verdanke. Er ist nämlich längst über jenen missgünstigen Kollegen avanciert, der damals sehr wahrscheinlich das Schriftstück entwendet hat. Was meinen Freund Devitcher anbelangt, so ist nicht viel mehr über ihn zu bemerken. Mein unschätzbarer junge Tom wurde zweimal von seinem Pony aus dem Sattel geschleudert, aber er ließ die Zügel nicht aus den Händen und seinen Mann nicht aus den Augen. Er erzählte mir, dass Herr Devitcher unterwegs in einen Feldweg abgeschwenkt und zu jenem Wirtshaus geritten sei, wo er seinem Freund einen Zettel ausgehändigt habe, ohne ein Wort dazu zu bemerken. Zweifellos enthielt dieser die Bezeichnung der Stelle, wo das Schriftstück versteckt war, für den Fall, dass ihm selbst etwas zustoßen sollte. Sonst aber war Devitcher über Land geritten wie ein gewöhnlicher Tourist, der sich für die schöne Gegend interessiert. Etwa um 2 Uhr war er wieder ins Hotel zurückgekehrt. Um 2:30 Uhr schloss ich mein Büro ab, heftete eine Karte an die Tür mit der Aufschrift »Verreist bis morgen« und besuchte für den Rest des Tages einen Freund, der einen Kilometer außerhalb des Städtchens wohnte. Devitcher verließ, wie mir die Weißzeugverwalterin einmal mitteilte, in derselben Nacht das Hotel, die besten Kleider unter dem Arm und alle seine Toilettensachen, die irgendwelchen Wert besaßen, in der Tasche. Seine Rechnung hatte nie bezahlt, und die Gegenstände, die er in seinem Zimmer zurückließ, waren völlig wertlos. Ich selbst habe ihn seit damals nicht mehr getroffen. Sie werden zugeben, dass das eher ein Glück für mich war. Ende von »Das verschwundene Schriftstück«, aufgenommen von Coco Grillo. Ein Mädchentagebuch von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Mädchentagebuch. Wenn wir unserer Cousine oder unserer Elternschwester nur einmal jenes braune Lederbuch hätten klauen können, mit dem sie sich immer so geheimnisvoll tat. Was mochte da alles drin sein? Liebesgeschichten? All jene unheimlichen Dinge, die wir von den Mädchen wussten und doch nicht wussten? Es war furchtbar aufregend, aber das Ding war immer gut verschlossen, wir kamen nie heran. Nun kommen wir doch einmal heran. Der internationale psychoanalytische Verlag in Wien hat das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens ohne Angabe des Verfassers oder der Herausgeberin editiert und alles, was ein junges Bürgermädchen aus guter Wiener Familie zwischen 11 und 14,5 Jahren erlebt, ist hier von ihr selbst aufgezeichnet. Und was ist das? Professor Freud hat sich in der Vorrede zu dem Buch geäußert. Mir ist an diesem großen Gelehrten immer jenes Wort am sympathischsten gewesen, das er einmal von seinen Schülern gesagt haben soll. Oh, dass sie alle nur einen Hintern hätten. Wirklich. Oh, dass sie... Sie haben aber leider jeder einen. Und auf dem sitzen sie und schreiben Bände und Bände und tragen ihrerseits zu ihrer lächerlichen Überschätzung der Sexualität bei, die uns gerade noch gefehlt hat. Also, was das kleine Mädchen da aufgemalt hat, ist sehr interessant. Es zeigt doch, wie ein Kind denkt. Es zeigt, wie es die Dinge auffasst und es zeigt, wie man ein Kind erziehen und vor allem, wie man es nicht erziehen soll. Fast immer, wenn es ratlos ist, hat einer einen pädagogischen Fehler gemacht, über den es in seiner Unschuld schwer hinwegkommt. Dass Kinderjahre nicht immer glücklich, nicht immer leicht und kummerlos sind, haben wir gewusst.
Es ist töricht anzunehmen, Sorgen über zerbrochene Puppenköpfe schmerzten nicht so wie die Sehnsucht nach einer ausgerissenen Geliebten. Das ist nur in der Art verschieden, in der Intensität gewiss nicht. Das zeigt sich auch hier. Ja, und das Geschlechtliche. Die Psychoanalytiker, die an keiner Tischkante vorbeigehen können, ohne in ihr einen verkappten Phallus zu vermuten, werden ja nun aus dieser Fundgrube mit großen Kochlöffeln schöpfen. Ich habe etwas ganz anderes gesehen, wenn ich von einer unerhörten Stelle absehe, wo das Kind schildert, wie es zum unfreiwilligen Zeugen einer ausführlichen Liebesszene wird. Ich sah dies. Je größer durch Erziehung und Tradition die Spannung zwischen den Geschlechtern wird, desto größer wird eine aufgeblasene Sexualromantik, auf der die Neurosen nur so blühen. Wenn da das leiseste Malheur passiert, ist so ein Menschenkind für sein ganzes Leben unglücklich und der Ehemann muss es ausbaden, die unverstandene Frau. Man lese einmal nach, zu welch aberwitzigen Vorstellungen die Worte geschlechtskrank und Folgen haben anschwellen. Das wimmelt von Komplexen und Assoziationen und anderen schönen Dingen, aber die Unbefangenheit ist dahin. Ich bin ein altmodischer Hund und glaube, dass man seinen Kindern den größten Segen erweist, wenn man sie ruhig und vernünftig über den zugefrorenen Bodensee der Sexualität hinüberführt. Sie mögen nachher wissen, worüber sie gegangen sind. Ob und wann man sie aufklärt, darüber lässt sich reden. Worüber sich aber nicht reden lässt, das ist, dass man sie in einer Gespensterfurcht vor der Fortpflanzung hält, tuschelnd das grause Geheimnis verschleiert und ihnen vielleicht eine lebenslange Angst und Zwangsvorstellung aufpflanzt. Dies kleine Tagebuch ist eine Warnung für alle Mütter und solche, die es werden wollen. Lest's! Ende von Ein Mädchentagebuch, aufgenommen von Welfenelfe. Trostkunde für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind. Von Georg Christoph Lichtenberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Trostkunde für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind. Man mag sagen, was man will. So ist ein Mensch, der nur alle 4 Jahre einen Geburtstag hat, immer kein Mensch wie andere. Ja, einer, der in seinem Leben der Geburtstage zu wenige hat, kommt mir in mancher Rücksicht nicht viel glücklicher vor als die weitläufige Klasse von armen Teufeln, die der Väter zu viele haben. Denn was ist dem unsterblichen Wesen, das in uns wohnt, angenehmer als zu sehen, ja unter der Hand auch wohl gar zu schmecken und zu riechen, dass sich außer ihm noch Wesen derselben Art seiner Existenz und seines Lebens freuen? Wäre auch die Freude dieser Wesen nicht immer die aufrichtigste, wovon man wohl Beispiele hat? Gut, so ist es nicht minder angenehm zu sehen, dass diese Wesen es doch nötig finden müssen, so zu tun, als freuten sie sich. Jene aufrichtige Freude verrät zwar Liebe, das ist wahr, die nicht aufrichtige dafür aber Furcht und Respekt, die in sehr vielen Fällen unendlich mehr wert sind. Von diesen Freudenbezeichnungen nun verliert das unglückliche Geschöpf, das am 29. Februar geboren ist, nach einer leichten Berechnung in seinem Leben wenigstens bare 75% im Vergleich mit anderen Menschen. Das ist etwas hart. Es sei nun das, was eingebüßt wird, ein Wunsch in Prosa, ein Carmen oder ein wirkliches Gedicht. Es seien Bänder, Blumen, Kuchen, Feuerwerke, Illuminationen und Kanonaden. So sind immer die 75% davon weg, wie weggeblasen. Ja, die Sache kann sehr wichtig werden. Gesetzt der Unglückliche sei der Regent eines Reichs oder einer Stadtschule, der das Recht hat,
freiwillige Geschenke an seinem Geburtstage zu erpressen. Wie kann ein solcher ein Geschenk verlangen, das an einem Tage zahlbar ist, der in 3 Jahren gegen eins gar nicht existiert? Sind die 29. Februare in Jahren, wo dieser Monat nur 28 hat, also nicht die wahren Kalender Gräke? Ja, wenn die griechischen Kalender bloß ein poetisches Nichts sind, wofür sich sublime, antiquarische Pedanterei in diesenartigen Ausdruck schuf, so sind die 29. Februare 3 Mal in 4 Jahren ein wahres, solides, prosaisches Nichts des gemeinen Lebens und der alltäglichen Haushaltung. Das ist ganz was anderes. Von jenem spricht man und dieses fühlt man. Das bisherige galt bloß das Physische bei dieser Verkürzung. Von der moralischen Seite ist der Verlust noch sehr viel größer, denn da jeder Mensch bekanntlich an seinem Geburtstage sich irgendetwas künftig zu tun oder zu lassen ernstlich vornimmt, zum Beispiel wie De Jonsson, künftig früher aufzustehen oder die Bibel im nächsten Jahre ganz gewiss durchzulesen oder wie jene Dame keinen Branntwein mehr zu trinken, so kommt ein solcher Mensch natürlich auch um alle diese heilsamen Entschließungen. Und man weiß wohl, wie es mit der Ausführung steht, wenn man gar nicht einmal zur Entschließung kommen kann. Aber der Neujahrstag, sagt man, bleibt ihnen doch. Das ist keine Antwort. Den Neujahrstag haben die gewöhnlichen Menschen auch. Also den 75% geht auch hier nichts ab. Ja, was endlich das Traurigste ist, so wird dieses Unheil, wie manches andere, das uns dieses Jahrhundert zugeführt hat, ebenfalls gegen das Ende desselben Ärger. Wenn nämlich das Jahr 1796 vorbei ist, das letzte Schaltjahr in diesem Jahrhundert, so haben wir in 8 Jahren keines wieder. Also ein Kind, das den 29. Februar 1796 geboren würde und etwa den 28. Februar 1804 stürbe, wäre 8 Jahre alt geworden, ohne einen einzigen wahren Geburtstag erlebt zu haben. Den kümmerlichen etwa ausgenommen, an dem es geboren worden ist, der gar nicht in Rechnung kommen darf und kann und in dem wahren Gratulantensinn des Worts kein eigentlicher Geburtstag ist. Doch nun nicht eine Silbe weiter in diesem Ton, der, wie wir selbst fühlen, schon zu lange gehalten worden ist. Wir würden dieses lächerliche Thema gar nicht berührt haben, wenn nicht die Frage, wann soll ein am 29. Februar Geborener seinen Geburtstag feiern, in einem berühmten Journal ziemlich ernstlich aufgeworfen und unbeantwortet geblieben wäre. Hier ist die Antwort und der Trost. Der Mensch wird zwar an einem gewissen Tage, an einem gewissen Datum geboren, allein sein Eintritt in die Welt, sein erster Atemzug, ist das Werk eines Augenblicks. In diesem Punkt von Zeit steht die Sonne in einem gewissen Punkt der Ekliptik. Er wird also genau 1 Jahr alt sein, wenn die Sonne das nächste Mal wieder in demselben Punkt der Ekliptik steht und der bürgerliche Tag, in welchen jener Zeitpunkt fällt, ist der Geburtstag des Menschen im eigentlichen Verstande. Er heißt nun übrigens im Kalender, wie er wolle. Dieses ist, dünkt mich, sehr klar. Das Problem, wann soll ich meinen Geburtstag feiern, wenn ich am 29. Februar geboren bin, wird also auf folgende Weise vollkommen aufgelöst werden und im Rezept- und Problemlösungsstil abgefasst etwa so lauten. Erstens, lass dir die Sekunde, Minute oder die Stunde deiner Geburt sagen oder nimm den Tag aus dem Kirchenbuch. Weil du aber doch nicht den ganzen Tag über geboren worden bist, so musst du im letzten Fall etwas Bestimmtes annehmen, zum Beispiel die Mitte des Tages, also mittags um 12. Zweitens,
Suche in einem astronomischen Kalender für das Jahr deiner Geburt den Ort der Sonne, ihre Länge, für diesen Zeitpunkt. Kannst du ihn selbst berechnen? So ist es desto besser. Alsdann würdest du aber eine so einfältige Frage vermutlich gar nicht tun. Drittens. Suche ebenfalls im Kalender von dem Jahre, da du deinen Geburtstag feiern willst, den Tag, da die Sonne genau dieselbe Länge hat. Dieser Tag ist dein Geburtstag. Er heiße nun, wie er wolle. Wenn du so verfährst, so wirst du etwas bemerken, das dich frappieren wird. Vorausgesetzt, dass du von der Sache, wovon hier die Rede ist, gar nichts verstehst, nämlich, dass du, wenn du auch an jedem anderen Tage, zum Beispiel dem 1. Mai, geboren wärest, du dennoch deinen Geburtstag, unter gewissen Umständen, zuweilen den 30. April, zuweilen den 2. Mai feiern müsstest. Und dass selbst die Geburtstage der höchsten Potentaten öfters ganz falsch gefeiert werden. Und folglich der am 29. Februar Geborene nicht gerade immer der einzige ist, der seinen Geburtstag an einem anderen Monatstage feiern muss als dem, den ihm die gewöhnliche Methode anweist. Dieses gründet sich auf dem Umstand, dass das Jahr nicht Numero Rotundo aus 365 Tagen, sondern ungefähr aus 365 Tagen und 6 Stunden besteht. Wir aber bei unseren bürgerlichen Geschäften uns unmöglich mit solchen Brüchen von Tagen abgeben können. Daher geht es denn auch wirklich dem Jahr selbst nicht besser als uns und den hohen Potentaten. Seine Geburtsstunde wenigstens wird dreimal unter vieren falsch gefeiert. Man freut sich oft über den Tod des alten Jahres mit Jubel, wenn es wirklich noch 18 Stunden schmachtet, und gratuliert dem Neuen 18 Stunden vorher, ehe es geboren wird, und so weiter. Folgende Tabelle wird völlig hinreichen, den zu leiten, der am 29. Februar geboren, an seinem Geburtstage gern so schmausen wollte, dass von Seiten des Kalenders nichts dagegen eingewendet werden kann. Wer am 29. Februar morgens um 12 geboren ist, feiert seinen Geburtstag oder eigentlich Geburtsstunde das nächste Jahr den 28. Februar morgens um 6, das zweite Jahr den 28. Februar mittags um 12, das dritte Jahr den 28. Februar abends um 6, das vierte Jahr den 29. Februar um 12 des Morgens. Am 29. Februar um 6 des Morgens geboren, das erste Jahr den 28. Februar um 12 des Mittags, das zweite Jahr den 28. Februar um 6 des Abends, das dritte Jahr den 28. Februar um 12 des Nachts oder den 1. März, das vierte Jahr den 29. Februar um 6 des Morgens. Am 29. Februar um 12 mittags geboren, das erste Jahr den 28. Februar um 6 des Abends, das zweite Jahr den 28. Februar um 12 des Nachts oder am 1. März, das dritte Jahr den 1. März um 6 des Morgens, das vierte Jahr den 29. Februar um 12 des Mittags. Am 29. Februar abends um 6 geboren, das erste Jahr den 29. Februar nachts um 12 oder am 1. März, das zweite Jahr den 1. März um 6 des Morgens, das dritte Jahr den 1. März um 12 mittags, das vierte Jahr den 29. Februar um 6 des Abends. Man sieht hieraus, dass man seine Geburtsstunde, wodurch der Geburtstag bestimmt wird, jedes Jahr um 6 Stunden später feiern muss, so lange bis das Schaltjahr die Sache wieder ins Gleichgewicht bringt. Nur noch ein paar Worte für das Jahr 1800, das kein Schaltjahr sein wird. Ein Kind, das zum Beispiel den 29. Februar 1796 nachts um 11 Uhr geboren würde, muss nach dieser Regel im Jahr 1803 seine Geburtsstunde sogar den 2. März abends um 5 Uhr feiern. Warum das Jahr 1800 auch das 1900
kein Schaltjahr sein wird, sondern erst das 2000 wieder, vorausgesetzt, dass sonst alles beim Alten bleibt, wollen wir im Kalender für das Jahr 1800 klären. Man wird aber sehr viel besser tun, es bis dahin selbst zu lernen. Nun, das Resultat ist kurz. Will man seinen Geburtstag oder vielmehr die Stunde nur jedes Mal alsdann feiern, wenn Datum und Tageszeit zugleich eintreffen, so kann sie jeder Mensch überhaupt nur alle 4 Jahre einmal richtig feiern. Der am 29. Februar Geborene fährt also sehr richtig, wenn er seinen Geburtstag bald den 28. Februar, bald den 1. März feiert. Der Unwissende glaubt, er irre, da er doch nicht irrt. Der an einem anderen Tage Geborene, der ihn nach dem Datum feiert, irrt oft wirklich, allein es merkt es niemand. So kommt es also auch hier, wie bei 1000 anderen Vorfällen des Lebens, auf Lage und Umstände an. Nachdem diese günstig sind oder ungünstig, kann man bald mit allen seinen Irrtümern für weise und bald mit aller seiner Weisheit für ein gar irriges Schaf gehalten werden. Ende von Trostgründe für die Unglückliche, die am 29. Februar geboren sind. Aufgenommen von H.W.